Und Attacke, los geht's. So, erstmal herzlich willkommen. Ja? Herzlich willkommen schon mal für die Leute im Livestream. Und natürlich herzlich willkommen für die YouTube-Leute. Und herzlich willkommen alle, die noch gar nicht da sind. Das ist faszinierend, oder? Ich grüße mal alle, die jetzt noch nicht da sind. Das heißt, alle, die jetzt erst gekommen sind, also die praktisch nicht da waren. Die habe ich jetzt schon gegrüßt. Also ihr kommt jetzt gerade an. Ihr seid aber noch, ihr wisst noch gar nicht, dass ihr kommen werdet. Ja, ihr seid jetzt gekommen und ich grüße. Ich habe euch schon vorher gegrüßt. Das finde ich faszinierend. Ich wusste schon vorher, dass ihr kommen werdet, bevor ihr es wusstet. Deswegen grüße ich euch jetzt schon vorher, bevor ihr wisst, dass ich euch grüßen werde. Das ist verrückt, oder? Das ist typisch Hypnos Wollt. Das ist typisch Hypnos Wollt. Was? Hoffe, es hat geschmeckt. Ja, genau. Genau, für YouTube-Leute, ich habe gerade gesagt, habe gerade erst gegessen, deswegen, ich habe vorher noch ein bisschen Filmchen geguckt, schön gegessen, ja, ich weiß nicht, ob ich es verraten soll. Und habe vorher ein bisschen ATS aufgenommen. Yo, habe ein bisschen ATS vorher aufgenommen. Ja, muss ich natürlich noch hochladen. Cover nochmal und so ein bisschen irgendwie mir einfallen lassen. Habe schön ein bisschen ATS gespielt. Yes, yeah! Und, genau, deswegen ist alles ein bisschen später heute geworden, weil ich halt noch ein bisschen ATS gezockt habe. Da müssen wir aber noch experimentieren. Ich habe gesehen, am Anfang von ATS ist noch ein bisschen laut mit dem LKW. Später so von der Hälfte, ab der Hälfte des Films so ungefähr oder so, da bin ich dann mit dem Sound ein bisschen runtergegangen. Also da muss man noch experimentieren. Mal gucken, das nächste Video, wenn es dann so aktiv am Arbeiten, wenn man am Arbeiten ist mit dem LKW, vielleicht den LKW noch einen Tick wieder lauter. Vielleicht. Ich glaube, wir haben den jetzt da auf 10 und vielleicht danach wieder auf 15. Mal sehen. Also vielleicht muss man mal experimentieren. Habe ich ja gesagt. Also jetzt geht es erstmal los mit dieser Soundrum-Experimentiererei. So, das Wichtigste ist erstmal, dass unsere LKWs alle schön klingen. Also dass sie einen guten, nicht zu laut, dass man mich noch versteht, weil wenn alles zu laut wird, dann regelt sich automatisch mein Mikro runter und dann versteht man mich wieder nicht so gut. Was? Wir sehen das Spiel noch nicht. Nee, das stimmt. Spiel kommt irgendwann, ne? Irgendwann kommt das Spiel. Normalerweise, ja, wie gesagt, bei ETS, unser ETS ist hier kein normales ETS. Und wir spielen auch, wie gesagt, ETS nach einer Geschichte hier. Also wir sind hier nicht kommen, fahren, gehen. Das heißt, bevor ETS losgeht, gibt es meistens immer irgendwelche, wenn welche Nachrichten anliegen, ja, irgendwelche News oder so, dann gibt es vorher, bevor ETS losgeht, immer erstmal die ETS-Nachrichten. Ja, für alle, die es nicht wissen. Deswegen ist ja ETS so was Besonderes. Deswegen, wenn ihr mal auf unserem YouTube-Kanal die alten Videos euch anschaut, da sieht man da. So den Werdegang, ja, mein Werdegang war, ich habe mit Livestream ja angefangen. Also ETS angefangen und Livestream angefangen. Und deswegen kann man sagen, ETS zieht sich wie so ein roter Faden durch Hypnos World. Cool, oder? Patrick, Hallöchen! Hallöchen! Suddele! Gibt es sonst noch was zu erzählen? Genau, ATS habe ich aufgenommen, ein Videochen, schönes Videochen. Ein kleines bisschen so, ein klein bisschen ATS. Mit neuen Strategien, schon mal ein bisschen Strategien festgelegt. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal unsere Strategien festlegen für die Geschichte, weil wir spielen ja ATS auch mit einer Geschichte. Also American Truck Simulator spielen wir auch ein bisschen nach einer Geschichte. So ein klein bisschen, ne? Wir spielen ja schließlich so, was wir hier praktisch bei ETS, wo ich praktisch die Nichte spiele. Ja, hier spiele ich ja die Nichte. Und bei Landwirtschaft Simulator spiele ich so ein klein wenig so ein bisschen die Tochter von dem Onkel. Ja, aber hier bin ich ja praktisch die Nichte und hat der Onkel. So, und bei Landwirtschaft Simulator spiele ich so die Tochter und bei American Truck Simulator spiele ich halt den Onkel. Ja, Vito Corleone, der Don der Dons. Der ist aber da noch kein Don. Ist ja klar, er ist ja da noch eine kleine Pupse, kleine Großschnauze. Er ist noch eine kleine Großschnauze bei ATS, aber er wird noch. Er wird, denke ich mal, noch. Im Moment ist er erstmal noch eine kleine Großschnauze. Ja, mal gucken, wie sich ATS entwickelt. Ja, ATS Ninfan sagt schon. Ja, ATS, ja, genau, Ninfan. Deswegen bin ich heute später dran. Ne? Ich habe ein bisschen ATS aufgenommen. Mich hat es einfach gereizt. Und vor allen Dingen, es hat auch heute gepasst, weil es ist voll kalt, oder? Mir ist voll kalt. Eigentlich hätte ich meine. Welche von meinen Pullovern, die ich sonst davor immer habe. Wisst ihr noch, früher habe ich immer die Pullover so getragen, ohne BH und so. Ja, die hätte ich halt eigentlich heute anziehen. Siehst du, hätte ich eigentlich anziehen können. Es ist irgendwie voll kalt geworden, oder? Voll kalt geworden. Pornomäßig könnte man sagen, da stehen dann ja so glatt so, ja, die Nippel eigentlich, deutlich gesagt, weil es so kalt ist, ne?
Ihr denkt dran, ihr wisst ja, wir wissen mal, hey, Cosima, du bist manchmal schon ein bisschen komisch. Ja, da muss einfach mal ETS erster Teil gucken. ETS 01, da erkläre ich so ein bisschen was zu mir, ja, weil ich bin ja in meiner zweiten Pubertät. Ja, das erkläre ich alles da bei ETS. Ich sage ja, ETS ist wie so ein Runterfahren durch Hypnoswollen. Man muss ETS gucken. Vor allem, weil wir am Anfang immer die Nachrichten machen. Und vor allem am Anfang dauern die Nachrichten richtig lange, manchmal 40, 50 Minuten Nachrichten. Bis die Leute schon gesagt haben, Cosima, du musst fahren, fahr endlich. Ja, dann bleib doch mal locker, ich fahre gleich. Am Anfang war es voll. Voll, das war voll, ja, wie soll man sagen, das war echt voll. Die Leute sind schon was ausgeflippt. Es wurde einfach nicht gefahren. Es hat eine lange Weile gedauert, bis sich so die Insider sich dann gewöhnt haben. Es dauert ja sowieso eine Weile, bis man bei Hypnosvolt ankommt, ja, bis man geistig so da ist, bis man sich akklimatisiert hat. Es dauert ja eine Weile bei Hypnosvolt. Aber wenn man dann angekommen ist, ja, dann es dauert ja extrem, also ich weiß nicht, je nachdem, wie die geistige Auffassungsgabe ist, je nachdem dauert es ja, bis man dann ankommt bei Hypnosvolt. Aber wenn man dann angekommen ist und sich akklimatisiert hat, dann sitzt man da mit einem Lächeln und kommt manchmal gar nicht mehr aus dem Lachen raus. Das ist manchmal so, ja. Also wenn man nicht mehr aus dem Lachen rauskommt, dann ist man wirklich angekommen. So, haben wir alles geklärt? Ist alles aktiviert? Kontrolliert. Also auf jeden Fall, genau, ATS aufgenommen, Mittag genug gegessen. Achso, vorhin hat einer gefragt, was gab's denn? Nudeln mit Thunfisch gab's. Ich glaube, ein bisschen zu viel. Ja, ein bisschen zu viel. Nudeln mit Thunfisch, ein bisschen zu viel, glaube ich. Jetzt fühle ich mich schon wieder ein bisschen, ein bisschen vollgestopft. Ja, ich muss also aufpassen. Denkt da, sonst wäre ich zu dick. Sonst werde ich zu dick, krieg zu viel Brust. Ja, dann los, start mal ein bisschen. Mein Ziel ist heute, ein bisschen ETS zu fahren, danach aufzuhören mit ETS und dann ETS wieder zu starten und mein neues Profil zu aktivieren, dass ich schon mal ein bisschen Vorarbeit leiste für Multiplayer, weil RIP hat gesagt, man sollte so 2 Stunden gefahren sein, also machen wir so 3 Stunden, muss ich auf dem Tacho haben, damit wir dann ETS oder Multiplayer spielen können. Mit RIP und so. Deswegen, das heißt, jetzt erstmal ein bisschen kurz mal ETS aufnehmen. Wir nehmen ja schon auf. Also wir sind eigentlich schon mit dem ETS, war doch schön gewesen, oder? Können wir jetzt wieder aufhören. Und dann ein bisschen so ETS fahren, dass sie für den Multiplayer schon mal den Account schon mal ein bisschen voll, damit wir was auf dem Tacho haben. Ein bisschen ein paar Kilometer auf dem Tacho haben, ein bisschen Zeit. Genau. Nun starten wir erstmal. Wollen wir gleich umschalten? Ich muss sowieso dann nochmal raus wegen der Lautstärke. Die steht hier volle Pulle. Okay, starten wir erstmal. Wir kommen doch zusammen. Wir können doch zusammen vorarbeiten. Na. Ich muss. Psst. Konzentriert euch. Yeah. Für die Horde. Du brauchst nur 2 Stunden, um Multiplayer zu spielen. Ninfan, du musst erstmal. RIP meinte, du musst erstmal so 2 Stunden Singleplayer haben. Ja? Da kann man nicht zusammen spielen. Erstmal 2 Stunden Singleplayer, das meine ich damit. Deswegen hören wir dann die Aufnahme auf mit unserem richtigen Geschichtsprofil, was wir hier haben, legt mir ein neues Profil an und dann fahre ich wieder Single-Dings, aber halt, dass ich mal so 2 Stunden auf der sicheren Seite, so 3 Stunden am besten, und dann ist mein Singleplayer-Dings 2-3 Stunden alt und dann können wir damit irgendwas mit Multiplayer machen. Wie ich dann was machen muss, das sagt mir dann RIP. Ja, weil ich keine Ahnung davon habe. Umschalten nicht vergessen. Hey, Trucker wieder. Oh, eine Mängelrüge. Ich habe eine Mängelrüge von Trucker bekommen. Klack. Hokus Pokus Fidebus. 3-mal schwarze Katze. Ja, Singleplayer im Stream. Ja, na logisch. Also wenn noch Zeit ist, wenn es nicht zu spät wird, dann natürlich noch ein bisschen. Mal sehen. Was ist ja schon wieder so spät? Zu spät. Du brauchst nur 2 Stunden. Ja, habe ich gelesen. Na, 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 na. Mal sehen, ob heute noch, weil ich will auch ein bisschen ETS aufnehmen für YouTube, ist ja klar. Brauchen wir ja. Wir brauchen bei YouTube, brauchen wir ETS. Also frischen Stoff so. Wenn nicht, lege ich heute schon mal mein Profil an danach und dann fahre ich morgen vielleicht ein bisschen schon mal Singleplayer los. Also ohne Aufnahme dann. Wahrscheinlich heute wird es schon spät, weil es ist ja schon 21:46 Uhr. Wenn wir es bis 23 Uhr fahren, es wird alles ein bisschen spät. Danach werde ich mir aber noch schön die Zeit nehmen, mein Profil schon zu erstellen und so. Heute wird es wahrscheinlich schon zu spät zum Fahren. Damit ich wieder auch früher ins Bett komme und hübsch und intelligent werde, irgendwie. Gut, hübsch ist schon fast nicht mehr, hübscher kann man ja schon fast gar nicht mehr werden. Aber intelligent wenigstens. So, wo sind wir denn? Ach, Mensch, in Berlin, wir sind ja in Berlin. Ich habe schon fast verdrängt. Vergessen. Genau, unser Ziel war ja eigentlich Budapest, glaube ich, oder? War nicht unser Ziel Budapest? Und zwar über Dresden und dann rein nach Wroclaw, nach Katowice, Krakau,
Und dann direkt irgendwie nach runter. Irgendwie so. Dann leider noch mal weiter Weg, ne? Auf jeden Fall erstmal nach Dresden. Nicht Potsdam. Potsdam nicht. Nach Dresden. Dresden ist echt Porno. Genau, also braucht man eine Fracht nach Dresden. Achso, ich wollte gerade sagen, war da nicht noch was mit irgendeinem Fähigkeitspunkt? Was? Wir sind dabei auf sparsame Fahrweise? Echt jetzt? Hier ist eine kleine Minifliege. Zieh-Leine-Fliege! Tja, dann skillen wir da weiter auf diesem Dings. So ist der Plan. Der Plan ist der Plan. Pläne muss man einhalten. Ich würde ja gerne mal so einen Punkt auf Dings machen, so einen Punkt auf Fernfahrten. Aber muss ja nicht sein. Warte mal. Ich muss mal den PC noch ein bisschen drehen, dass man vielleicht nicht ganz so das Gebläse da, das Ventilator-Dings-System hört auf der Aufnahme. Na, hört man aber gut. Ich glaube, man hört ihn. Klack. Ach so. Klack. Ich will aber da keinen Fähigkeitspunkt verteilen. Ich würde den gerne auf Fernfahrten skillen. Aber naja, gut. Plan war ja gewesen, das Ding voll zu machen. Also halten wir uns an unsere Regeln. Die wir schon manchmal fast gebrochen hätten. Die wir schon manchmal fast gebrochen hätten. Ich sage nur LKW-Kauf. Wie alle da ausgeflippt sind bei dem LKW-Kauf. Nein, Gott, lieber nein, nein, doch nein, nein, oh nein, oder? Was war da los gewesen bei dem LKW-Kauf? Junge, 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 haben alle abgeschwitzt. So, jetzt. Das war was. Das war ein Tumult. Sodale, Dresden. Zeig mal ja, was gibt's so? Was gibt's so Geiles? Was ist Geiles im Angebot? Was? Schwermetalle. Sieht aber aus wie eine Atombombe wieder. Nochmal Dresden. Ein Digger, hä? Ein Digger. Dresden, nochmal Orangen. Oh, schön. Orangen. Orange-Uta sozusagen. Hannover, guck mal hier. Dynamit nach Hannover. Für die Insider, ja? Für die keine Insider sind, Hannover ist in unserer Geschichte erstmal gesperrt. Ja, Hannover ist in unserer Geschichte erstmal noch gesperrt. Genauso wie England. Einmal darf man da hinfahren in der Geschichte. Zum gewissen Ort darf man da hinfahren. Das steht auch in der Geschichte, die schreiben wir ja mit. Ja, da darf man da mitfahren. Also da darf man da hinfahren. Wie gesagt, wir schreiben ja die Geschichte auch auf, damit man die später nachspielen kann. Ja, England ist gesperrt, Hannover ist gesperrt, oben Norwegen ist gesperrt, Dänemark ist gesperrt. Ist schon einiges gesperrt, oder? In der Geschichte erstmal. Ja, entwickelt sich halt. Und Hannover vor allen Dingen ist schon interessant, Dynamit wieder. Dynamit nach Hannover. Was für eine Ironie. Wie passend vor allen Dingen, wie passend. Ja, wer so ein bisschen die Geschichte verfolgt hat, der weiß, das ist schon irgendwie ironisch. Dynamit nach Hannover ist schon witzig. Keine Angst, man muss sich nur die alten ETS-Videos angucken. Sind jetzt, glaube ich, nur 211 oder so. Teile. Und das sind wahrscheinlich so um die, keine Ahnung, wie viele Stunden. 260, 70, 80 Stunden ETS? Schon heftig, oder? Das ist schon echt heftig. Junge, 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 das ist echt heftig. Da haben wir echt schon was gemacht, oder? Da haben wir echt schon was erlebt. Überleg mal. Und über 1000, wir haben jetzt, warte mal, ich zeige euch das mal. Ich habe es neulich zu Natalu schon gesagt, wie viele Bilder wir jetzt inzwischen haben. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Aber es kann ja nicht schaden, es kostet ja nichts. Warte mal, wo ist denn, wo? Da ETS-File. Wir haben jetzt 1412 Bilder. 1412 Bilder haben wir bei ETS gemacht. Also es war sozusagen eine erlebnisreiche Zeit bis jetzt, oder? Kann man sagen. Echt verrückt. 1400 Bilder ist schon nicht schlecht. Gut, ja, dann nehmen wir hier. Es tönt mich irgendwie an, diese Schwermetalle. Die tönt mich irgendwie an. Fragt mich nicht warum. Obwohl, nee, es tört mich gar nicht an. Ich meine, es tört mich schon an, aber mich tört noch fast viel mehr an, und zwar Orangen. Orangen. Ja, man, lass uns Orangen fahren. Lebensmittel. Was, mindestens 320 Stunden hast du schon ETS 2 gespielt. Ja, bei ETS, ich weiß jetzt nicht, wenn du bei Steam guckst, bei Steam steht ja nicht die volle Zeit, denn wir haben ja vor Steam hatten wir ja noch, hatten wir unseren Pink Panther und da haben wir auch schon reichlich Stunden abgerissen, aber richtig übel. Das, vor allen Dingen ETS geht, glaube ich, schon das richtige ETS.
Erst kommen meine zwei Vorstellungsvideos, wo ich alleine spiele und dann komme ich an den Livestream und ich glaube, da geht es dann gleich los mit 3 Stunden oder sowas. Da geht es der heftig ran an den Schaltwagen. Also richtig, da haben wir schon davor, haben wir schon richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel bei Steam steht, ja, aber das, was bei Steam steht, wie viele Stunden ich da runtergerissen habe, ist nicht die Realzeit, die wir haben bei ETS. Wir haben auf jeden Fall mehr. 320 Stunden. Yeah! Yes! 320 Stunden. Stell dir mal vor, wenn wir irgendwann nach 1000 Stunden zu stehen haben. 1000 Stunden ETS. Yes! Vor allen Dingen 320 Stunden, wenn so Trucker das sagt, so auf diese Karte hier. Ja, nicht irgendeine andere Map oder so. Nee, nee. Und vor allen Dingen ohne England, ohne Norwegen, ohne Dänemark. Fast kein Polen dabei. Also Polen kam ja später dazu, als wir uns das DLC besorgt haben. Genau, East. Das heißt echt mal, das sind echt abgefahren, oder? Und wir haben auch gar nichts entdeckt, Mensch, großartig. Ja, hab schon zusammengezählt und komme auf ca. 320 Stunden. Wow! Yes! Ich glaube, bei 500 Stunden sollten wir mal feiern, oder? Sollten wir mal so eine Feier einlegen. Und dann die nächste Feier ab 1000 Stunden. 1000 Stunden ETS. Kennt ihr jemanden, der 1000 Stunden ETS hinter sich hat? Kennt ihr jemanden? Wer hat 1000 Stunden ETS hinter sich? Da, 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 da. Komm, lass uns Orangen. Wollte ich schon Apfelsinen sagen. Naja, steht Orangen, also sagen wir Orangen. Da, da, da. Warte mal. Wie eine Stunde noch was? Ja, ist okay. Nicht, dass wir wieder verarscht werden. Verarscht werden sind wir ja schon ganz schön oft. Wir sind mehr verarscht worden, als man uns normal behandelt hat, oder? Man hat uns mehr verarscht, als man uns normal behandelt hat. Wir sind praktisch nur verarschen eigentlich gewöhnt. Wir sind gar nicht anders gewöhnt. Normal sind wir gar nicht gewöhnt. Tag, wie schon. Was? Wie schon ein Bild oder schwarz, hau gleich Twitch eine über. Weil wieder nichts geht. Kein Stream hab ich. Mensch, Rip, was machst du schon wieder? F5 drücken. Und du hast noch kein Slowakei und Ungarn erkundet. Echt nicht? Doch, guck mal, wir waren da schon ein bisschen da. Ach so. Voll geil, oder? Wie viel es hier noch auf dieser Karte zu entdecken geht. Und vor allen Dingen hier, ja, ich sag mal hier, wo wir uns schon so rumgetrieben haben. Wer weiß, was wir dort alles nicht gesehen haben. Da sind bestimmt auch noch so ein kleines Ungeheuer von Loch Ness oder keine Ahnung, steht irgendwo ein Schild rum mit Pappnase oder keine Ahnung, was da steht, Stonehenge irgendwo versteckt. Also irgendwo, dann wir müssen uns unbedingt noch auch in Bayern richtig umschauen, in Praha, in Dresden, in Kassel, Erfurt. Wir müssen alles nochmal genau unter die Lupe nehmen. Ja, bis wir die Karte sozusagen. Also nicht 100% erkundet und haben nichts gesehen, sondern 100% erkundet heißt, also 100% erkundet heißt bei Hypnos World wirklich alles gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht mit dem LKW überall mal durchgefahren auf der Landstraße, nee, nee, nee. Bei uns bei Hypnos World heißt 100%, also wirklich 100%, kann man sagen. Wir haben dann ja auch 80.000 Fotos oder so, keine Ahnung. Von jedem Baum im ETS, wahrscheinlich. Wir haben die Karte komplett fotografiert, kann man sagen. Patrick, ich spiele das seit 3 Jahren. Fragt sich, wie viele Stunden du schon runter hast. Wie viele Stunden hast du schon runter? Hättest mal mitgerechnet. Wir müssen noch schlafen. Ich habe 1000 Stunden mindestens, sagt Patrick. So, jetzt. Kosi, ich warte auf ETS-News. Mensch, Rip, das hast du schon verpasst. Da bist du zu spät. Rip, du bist zu spät. Aber kein Problem, das haben wir auf Video. Guckst du dir bei dem YouTube-Kanal an. Mensch, Rip, da bist du zu spät. Die News machen wir gleich am Anfang immer. Gleich, wenn es losgeht. Und gerade hat eine schlechte Hiobs-Botschaft hat gerade Ninfang gesagt. Er meint, wir müssen noch schlafen. Und meistens hat er recht. Streber. Aber ist gut. Ja, ist gut, viele Streber zu kennen, dann kommt man voran. Ja, diese ganzen Streber immer. Die wissen mal alles besser. Aber die bringen einen voran. Die Leute, die keine Ahnung haben, die bringen ja nicht voran. Die Streber, diese ganzen Streber immer, ja, über die man sich aufregen könnte, die bringen einen voran. Streber. So, okay. So, dann, ja, dann müssen wir nochmal raus. Muss ich das leider nochmal abbrechen. Schade. Naja, vielleicht kriegen wir jetzt noch was Besseres.
Man soll nicht traurig sein. So, los. Schnarch, 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 schnarch. Und der Tag erwacht um 11 Uhr morgens. In der Früh. Hey, schön. Guck mal, wir lucken so heraus aus unserem Bollwerk. Ja? Da drüben lächeln sie schon wieder nach unser Öl. Benzin, Diesel, Diesel. Ja, macht den richtigen Preis, Leute. Macht den richtigen Preis und ihr kriegt unser Öl. Benzin, unser Diesel. Mann, meine Fresse nochmal. War ich schon wieder so schnell hier? Warte mal, 1, 2, 3. Das hat sich bei euch auch schon so eingebürgert, oder? Wenn ich immer sage, 1, 2, 3. Und hopp, los jetzt, rein jetzt. Aufträge an Land gezogen. Lasst uns beten, dass die Frachtgötter uns wohlgesonnen sind. Ich fahr dann auf den Hungry Map. RIP wieder. Ja, RIP hört, glaube ich, auch zu den alten Eisen. Das heißt also, Patrick gehört wahrscheinlich auch zu den alten Eisen, wenn er schon so viel gefahren ist. Das heißt, hier sind schon wieder lauter Pro-Gamer anwesend. ETS Pro-Gamer. Tja, da kann ich nicht mitreden. Da kann ich, aber ich habe hier 300 Stunden, sagt Rocker, sagt, ich habe hier 300 Stunden. Ich habe hier schon was runtergerissen. Ich bin hier kein ganz, ganz blutige Anfängerin mehr. Ich habe schon eine Menge Crashs hingelegt. Ja, leider, das waren auch sehr teure Crashs, muss ich mal sagen. Das hat uns ganz schön was gekostet. In unserer Geschichte. Ich musste ja unbedingt den Epic-Modus rückwärts fahren. Ja? Und genau dann hat es Bums gemacht. Frontal gegen den anderen Busfahrer. Gott sei Dank sind bei dem die Passagiere, ist da nichts passiert. Also Gott sei Dank. Nicht, dass wir jemanden verletzt haben, nur weil ich da so falsch gefahren bin. So. Ich könnte schon wieder husten wie eine Bergarbeiterin. Nix, dann nochmal pokern. Oh, ich hab was im Hals. Können wir noch mal? Schnarch, 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 schnarch. Es ist 20. Oh Gott, nein, bitte nicht. Guck mal raus. Nee, wollen wir drinnen bleiben, eine kleine Grillparty machen oder sowas? Oder keine Ahnung. Wir laden uns so ein paar Girls ein für Schlammcatchen, hä? Das wär's doch. Machen hier schöne Matte, schon so ein schönes Schwimmbecken, hier so ein Gummi, ihr sagt schon so ein auflassbares Schwimmding und gucken uns schön Schlammcatchen an. Ja, wer ist dafür? Wer ist für Schlammcatchen? Hä? Schlammcatchen. Frauen mich. Oder wer will Männer Schlammcatchen sehen? Gibt es eigentlich auch Männer Schlammcatchen? Das Thema hatten wir schon mal. Ich weiß gar nicht, ob wir da zum Ergebnis gekommen sind. Männer Schlammcatchen. Okay, dann machen wir einmal Männer Schlammcatchen. Die haben dann nur so eine komischen Windelchen an, so eine komischen Höschen, oberkörperfrei. Die haben also, nicht, muss man ja bei den Männern alle sehen. Und ihr kleines Höschen da an und dann Männer Schlammcatchen, oder? Oder nee, Quatsch, mit Anzüge. Die sind schön mit Krawatte, schön Men in Black-mäßig, schwarze Anzüge. So fangen die an, Schlammcatchen zu machen. So nach und nach reißen die sich ja dann die Klamotten runter, die Kerle, oder? Ja, so machen wir das. Und bei den Frauen auch so. So mit Armkleidern, mit großem Dekolleté, weiten Dekolleté, Kleid mit langen Schlitz und so. Und dann geht's los da in der Schlammgrube. Hey, und das gucken wir uns an. Wir sitzen schön auf unseren Kartons hier, die stellen wir uns zurecht auf unseren Kisten. Und dann können wir schön Wetten abhalten, wer gewinnt, und machen schön hier eine Schlammcatch-Veranstaltung. Ja, Mann, lass doch Wetter draußen scheiße sein. Wir machen drinnen Schlammcatchen. Ja, und danach müsst ihr alles wieder sauber machen, ist ja klar. Damit es hier wieder wie geleckt aussieht. Ja, wenn jetzt wieder Kunden kommen oder ja Kunden kommen, also die richtig hier Moos da lassen wollen bei uns, weil wir ja die Aufträge fahren, oder andere Kunden, ihr wisst ja, für dunkle Geschäfte und so richtig Moos da lassen, da musst du alles wieder wie geleckt aussehen, ja, wie geleckt. Logisch. So, dass man nicht weiß, dass hier Schlammcatchen stattgefunden hat. Das ist ja so eine interne geheime Sache. Ja, nach außen sind wir seriöse LKW-Fahrer sozusagen. Hinter den Kulissen sieht die Welt schon ganz anders aus. Das ist klar. Das rote Laster und so. Die roten Laster. Unsere roten Laster, die waren. Gut, Lippenstift rot. Jetzt aber los, jetzt hier. Zack. Ich denke mal, fahren wir eine Tour. Ich fahre eine Tour irgendwo hin und dann mache ich noch ein bisschen, wenn noch Zeit bleibt, vielleicht noch ein bisschen das neue Profil für Multiplayer anfangen oder sowas. Was? Ich fahre. Sollte es? Bisschen. Die 1300 bei ETS runter. RIP sagt noch ein bisschen und dann hat er 1300 Stunden. Rosi hat nur Angst in der Dunkelheit. Rosi, hast du nur Angst in der Dunkelheit? Nee, ich glaube, ist kein Moderator da.
Ich bin ganz alleine muss ich alles regeln und bannen. So, jetzt lass mal kurz konzentrieren. Angst in der Dunkelheit. Ja, Mann, na klar. Der Teufel hat Angst in der Dunkelheit. Ich habe ja viele Namen, ja. Mephisto, der Deibel, Belzebub, Lucifer, Cosima, Hypnotiker, und was gibt's noch? Welche Namen hat man mir auch noch? Mephisto, was war noch? Gab's noch für Namen? Also ich hatte schon viele Namen im Laufe der vielen, vielen Jahre. Ja, ich hatte schon viele Namen und ich, alle, die jetzt bei YouTube ein Abo gemacht haben oder hier bei Twitch, ihr habt automatisch einen Pakt gemacht. Ihr habt einen Pakt gemacht, aber keine Angst. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ihr habt ja schließlich einen Pakt gemacht. Leere Paletten. Toll. Ein Pakt gemacht. Können wir noch mal schlafen? Da, schnarch, 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 schnarch. Hey, wir könnten ja noch mal schlafen. Aber jetzt sind wir wirklich. Jetzt sind wir aber nicht mehr müde. Jetzt ist vorbei mit Spielchen. Wie spät haben wir es denn? Mittwoch 5:24 Uhr. Boah, ist aber echt früh, oder? Das ist aber echt in der Früh. Paletten für Cosi. Nee, nee. Nicht Paletten. Ist nicht schön. Oh, guck mal da. Aber leider, leider nicht für uns. Das Bildlein ist nicht für uns gedacht. Ach so, na, wenn ja hier so ein paar Pros dabei sind, dann sagt mir doch mal, wie hießen denn früher mal die Druckluftbehälter? Die hießen nicht immer Druckluftbehälter. Die hießen früher schon irgendwas mit Druckluftbehälter, aber der Name war länger gewesen. Die hießen nicht immer so Druckluftbehälter. Die haben es jetzt abgekürzt, dass sie nur noch Druckluftbehälter heißen. Früher hießen sie aber anders. Die hießen sie irgendwas mit bla 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 Druckluftbehälter. Also, die Insider von euch, die Pros, müsst jetzt eigentlich mehr sagen können, wie hießen diese Druckluftbehälter früher, die man ständig fahren musste. Wie hießen die früher? Hä? Wer weiß es? Sonst muss ich in meine alten Videos gucken. Da sind wir die Dinger ja ständig gefahren. Die hießen nicht nur Druckluftbehälter. Die hießen noch, da hing noch irgendwas dran. Druckluft. Nein, die hießen noch mehr. Da war noch mehr. Da war noch was dran an den Druckluftbehältern. Die hießen nicht nur einfach Druckluftbehälter. Die hießen schon immer so. Nein, die hießen noch irgendwas mit. Ich muss mal die alten Videos gucken. Da hing doch noch irgendwas dran. Die hießen noch nicht nur Druckluftbehälter. Mir war es, als ob da noch irgendwo, ob die längeren Namen hatten. Ja, die hießen Druckluftbehälter, aber irgendwas mit, keine Ahnung, Schnüdel-Dödel-Druckluftbehälter oder so. Da hing noch irgendwas dran. Ne? Die haben nur das Auflieger-Design geändert. Ja, das sowieso, das ist klar. Aber die mir war es, als hätten die hießen die früher noch anders. Also, dass die noch mehr hießen, also dass da noch irgendwas dran hing, keine Ahnung, X. X-Trudeli-Du Druckluftbehälter oder Bummeli-Bumm Druckluft, irgendwas so, irgendwie so. Habe ich so ein Gefühl. Vielleicht irre ich mich auch. So, los jetzt, Mensch, wir sind immer noch nicht gefahren. Was ist denn das hier? Diesel, guck mal, Diesel können wir gleich eigentlich auf unseren Platz bringen. Und wenn die meckern, wo ihr Fracht bleibt, dann sagen wir, halten wir mal schön die Beine still. Das ist jetzt unser Diesel. Nee, das machen wir nicht. Dann fahren wir Diesel. Na, was für eine Ironie. Das heißt, uns geht der Sprit niemals aus, weil wir Diesel fahren. Also los. Mit dem Wiesel fahren wir Diesel. Industrie, Druckluftbehälter. Haben die eine Auflieger? Industrie, Druckluftbehälter. Könnte durchaus sein. Sowas zum Beispiel. Sowas ähnliches wie, ja, vielleicht sowas wie Industrie, Druckluftbehälter oder sowas. Genau, irgendwie so. Die hatten auf jeden Fall längere Namen. Die hießen nicht nur Druckluftbehälter. Ich bin da nicht. Ich bin mir sicher, dass da noch. Ich muss mal unsere alten Videos schauen. Deswegen habe ich das hier. Ich sagte schon, seit die anders heißen, sage ich das schon. Und keiner weiß es bis jetzt. Keiner hat mal nachgeschaut. Keiner kann die Antwort bis jetzt geben. Ja. Was jetzt gleich Dings hier? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Lüg oder so? Lüg, Lüg, Lüg. Ja, der weiß es oder die das weiß es vielleicht. Fahr die Behälter. Ja. Nee, nee. Nee, 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 ich will Diesel fahren. Warum soll ich Behälter fahren? Nee, Mann, ich will Diesel fahren. Icke, fahr Diesel. Oder gab es noch was Besseres? Also meine Augen werden irgendwie nicht besser, Leute.
Ich bin echt, wahrscheinlich drückt die ganze Überarbeitung aufs Gehirn und auf die Augen oder so. So wie ich das mal gelesen habe, dass wenn du voll im Stress bist und zu viel machst und wahrscheinlich zu viel guckst oder keine Ahnung, dann drückt, geht's halt auf die Augen und dann kannst halt schlecht gucken. Um was dreht das sich dann? Die Druckluftbehälter, wie hießen die früher mal? Die hießen nicht immer Druckluftbehälter. Also die hießen schon Druckluftbehälter, aber die hatten einen längeren Namen. Sie hatten einen längeren Namen. Da bin ich mir so, das habe ich so in meinem Kopf. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht mal. Ich habe so im Kopf. Also die haben nicht nur das Design von diesem Druckluftbehälter-Trailer geändert, sondern auch der Name wurde kürzer. Dazu muss ich auch meine alten Videos gucken. Ich bin der Meinung, die hießen nicht immer Druckluftbehälter, sondern, keine Ahnung, so wie Dings gerade schon sagt hier. Leads oder wie heißt, meint der Industriedruckluftbehälter vielleicht oder sowas. Warte mal, Druckluft. Druckluftbau. Bauschlag. Nee. Behälter 1000 Euro mehr für exakt gleiche Strecke. Nimm fahren, du weißt doch, Geld ist nicht alles. Wir wollen nach Liebe. Wir fahren ja nach Liebe und Geschmack. Sie hießen damals Industriedruckluftbehälter. Könnte durchaus sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht so kurz. Mir ist es sofort aufgefallen. Na, jetzt habe ich nicht geguckt, ob wir überhaupt die Fracht schaffen. Schaffen wir überhaupt da hinzukommen, die Fracht zu holen? Nicht, dass wir wieder verarscht werden, auf Deutsch gesagt. Nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Eine Stunde noch was. Oh, klappt. Klappt. Dann los, das wäre ich beinahe noch beenden gegangen. Dann los, Leute, einsteigen. Alles einsteigen. Wir fahren los. Wir haben Fracht bekommen. Industriedruckluftbehälter. Könnte du. Dazu müssten wir meine alten Videos schauen. Das haben wir ja von unseren alten Videos bei YouTube. Da müssen wir mal um. Ich habe es bloß noch nicht geschafft. Ich denke mal nicht dran. Bloß jedes Mal, wenn ich Druckluftbehälter lese, dann denke ich, Mensch, das war so nicht. Aber ich habe es jetzt immer noch nicht nachgeschaut. Aber bei unseren alten Videos sehen wir das ja. Da bin ich ja, ich bin ja am Anfang viel dieses Zeug gefahren, diese Druckluftbehälter. Industriedruckluftbehälter mit beleuchteter. Ja, genau. Ganz genau. Und mit Raumschiffklappen hinten dran. Alle drin, Tür zu. Wenn ich nachher noch Bock habe und Lust habe, gucke ich mal nach. Auf unserem Kanal. Wir haben sehr gefahren. Ohne Ende. Ich glaube, jeder hat sie schon ohne Ende gefahren am Anfang. Los geht's, Leute. Es ist 5:27 Uhr in der Früh und wir juckeln schon wieder auf der Straße rum, um die nächste Fracht zu bekommen. Das harte Trucker-Leben, ne? Das harte Leben eines LKW-Fahrers. Oder Fahrerin. Der Kollege kommt aber schnell um die Ecke, habt ihr gesehen? Frau Navi, bitte. Licht. Ja, du hast recht, am frühen Morgen machen wir mal Licht. Hui, das ist viel Licht. Oh Mann, gib mal Gas. Ah, scheiße, zu spät. Brrr. Also bei Wiki steht auch nichts anderes drin. Druckluft. Wie gesagt, wir müssen auf meinen YouTube-Kanal gucken. Da haben wir sie her. Wir haben es ja aufgenommen. Ist ja nicht so, als ob wir nun. Ja, vielleicht haben sie es bei Wiki. Wenn es ein Wiki irgendwo gibt mit ETS irgendwas, keine Ahnung. Ist ja klar, dass sie das geändert haben, um es praktisch zu aktualisieren. Die werden ja da keine alten Gurken dann drin zu stehen haben. Das hat ja bestimmt einer geändert. Aber wir wissen es besser. Wir wissen es in der Geschichte besser. Wir haben die Geschichte erlebt. Wir haben sie gelebt oder belebt oder irgendwie so. Wir wissen, dass sie mal anders hießen und aussahen. Und die, die noch länger ETS spielen, die wissen noch viel, viel mehr. Denn die sind ja auch schon länger dabei. Was die alle schon erlebt haben, die alten ETS-Hasen, die können ganze Bücher mit Geschichten füllen, kann man sagen. Irgendwann fahre ich den da vorne noch rein. Mist, und wir hatten linke Spur. Linke Spur, linke Spur. Elegant vorbeigeschwenkt, habt ihr gesehen? Richtig geschmeidig, kann man sagen.
Ich will mal gucken, was sitzt denn drinne? Ein Kerl saß drin, oder? Ein Kerl saß drin! Kerle! Warte mal, ich glaube, wir müssen gleich mal links bleiben. Und die fabrizieren ja schon wieder einen Stau, wo wir rein wollen. War ja wieder. Ach Mensch! Da haben wir wieder die Masterfrage. Wie heißt der Pförtner hier? Wer weiß es noch? Na? Wer weiß es? Wie heißt der Pförtner hier noch? Den hat ja extra unser Onkel eingestellt. Denkt dran, der Pförtner ist von unserem Onkel eingestellt. Weil der Pförtner, der davor war, der war auf Deutsch gesagt, naja, der macht jetzt, der hat jetzt andere Sorgen, glaube ich. Vielleicht gibt es den auch gar nicht mehr. Binker, aus, machen wir es mal. Hallöchen, Mensch, lang nicht mehr gesehen. Ich muss mal kurz mit dem Pförtner sprechen. Lang nicht mehr gesehen, Mensch. Ja, du glaubst gar nicht, was wir alles erlebt haben. Was wir gesehen haben. Wir haben Dinge gesehen, das glaubst du uns nicht. Aber wir haben Fotos gemacht. Die kann ich dir mal zeigen bei Gelegenheit. Klar, zeige ich dir. Schmuddelheft, was sagst du, Schmuddelheft? Ja, Schmuddelheft haben wir auch mitgebracht aus Schweden. Ja, Mensch. Können wir tauschen nachher. Freut sich schon, dass wir wieder Schmuddelhefte mitgebracht haben. Der Pförtner. Was? Hier. Hast recht, beim LKW heißt es Druckluftausgleichsbehälter. Das heißt, Paul... Nee, falsch. Leider falsche Antwort. Wir schauen mal. Vielleicht können wir ja morgen, wenn ich dran denke, können wir morgen mal vielleicht die Antwort, wie die Dinger mal hießen. Also ich bin der Meinung, die hatten mal einen anderen Namen. Also noch einen Zusatz oder sowas. Schauen wir mal, wenn ich dran denke, wenn ich nicht so faul bin, mal nachzugucken auf unserem Kanal. Ja, dort sehen wir ja täglich da hochladen. Täglich zwei Videos fast. Immer. Dadurch, dass wir ja täglich Livestream machen, logisch. So, wir holten die Frachtpapiere. Nee, wir fragen gar nicht. Und zwar die Zuschauer, ihr geht mal rein, holt mal die Frachtpapiere. Und zwar, ihr wisst ja, wieder als Mafia verkleidet, weil wir sind ja in Berlin. Berlin heißt, schön mit Nadelstreifenanzug hier, so einen auf Mafia, alt gemacht, so auf alt. Auch die Frauen, da sollten Frauen anwesend sein, ihr wisst ja, so auf Mafia-mäßig gestylt. Hier in Berlin müssen wir ja sozusagen was darstellen, ja, da müssen wir ja unsere... Ja, zeigen, dass wir halt hier das schon Berlin im Griff haben, also dass es unsere Stadt ist. Überleg mal, 1000 Stunden ETS. Dann hast du schon was erlebt. Vor allen Dingen ich dann. 1000 Stunden, das heißt 1000 Stunden. Perfekt. Das heißt, 1000 Stunden würde heißen, wie viel Flamer, Lamer, Heater und alles kennt man, was wir alles weggebannt haben und wie viel 1000, das wären dann auch fast 1000, nee, warte mal, ja, fast so 1000 Stunden Livestream. Nicht schlecht. Bis 1000 Stunden habe ich noch eine Weile. Da habe ich noch eine Weile. Nee, warte mal, das sind ja, nee, ich muss ja mehr Stunden haben, wir haben ja nur ETS gerechnet. Wir machen ja, nee, wir müssen... Ich frage mich, wie viele Stunden ich insgesamt schon Livestream gemacht habe. Ich muss ja schon mehr haben. Wir haben ja spielen ja mal zwei Spiele. Und am Wochenende haben wir ja manchmal länger gemacht. Vielleicht habe ich sogar schon 1000 Stunden insgesamt. Achso, Mensch, Leute, Mensch, wir müssen ja einen Check machen. Mist, jetzt seid ihr schon alle wieder losmarschiert, die Frachtpapiere holen. Jetzt muss ich den Test wieder ohne euch machen. Ich wollte eigentlich den Test mit euch zusammen machen. Dann gucken wir mal. So, wie war das? Genau, so rum gehen. Schauen wir mal, ob alles heil ist. Nichts tropft und so. Wir fahren ja hier was Gefährliches, was Gefahrenmäßiges. Nochmal gegen den Reifen treten. Nee, nicht gegen den Reifen, das ist ja unser Reifen. Der muss sitzen. Das brennbare Zeug, was wir hier haben. Und mal dagegen treten, ja. Reifen sind fest, okay. DD steht hinten. Ja, ist so ähnlich wie mein Brust. Man kann sagen, wie Brustumfang. Ja. Haut hin, DD. DD haut hin. Warum habe ich jetzt dieses Lied immer im Kopf? Ich will dieses Lied nicht im Kopf haben. Was soll die Scheiße? Warum habe ich jetzt immer dieses blöde Lied im Kopf? Sieht gut aus, oder? Tropft nichts.
Können wir mitfahren. Obwohl, warte mal, ich wollte mal was gucken. Haben die uns wieder so einen alten Trailer angedreht? Naja, sieht noch einigermaßen neu aus. Dann mal rein. Mal sehen bei ATS. Wie gesagt, ich habe ja vorhin ATS aufgenommen für YouTube. Mal sehen, ich glaube, da müssen wir den Ton noch ein Stück wieder höher machen. Also am Anfang ist es zu laut, ja, da ist der Truck zu laut eingestellt. Später ab der so Hälfte so, da drehe ich dann ein bisschen runter. Mal gucken, da muss man noch mal, ich muss das nochmal in Ruhe hören, ob man vielleicht den Truck noch ein bisschen lauter wieder macht oder so. Mal sehen. Also, wie heißt der Pförtner? Wer weiß es noch? Wer weiß es noch? Ja, wir fahren gleich. Ich warte noch auf hier die Leute, die holen gerade die Fachpapiere. Da kommen sie schon. Mein Gott, gib mal ein bisschen Gas, Leute. Zuschauer, wie, ja, guck mal, wie sie trödeln alle. Wie sie alle trödeln, wie sie wieder kommen. Die sind alle schon zu lange bei Hypnos World. Die fangen auch schon an zu trödeln alle. Ah ja. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So. Alle drin? Tür zu. Es ist 5.52 Uhr, Leute. 5.52 Uhr und wir sind wieder on the road, können wir sagen. Während andere noch im Bettchen liegen, ja. Während andere noch im Bettchen liegen, müssen wir schon wieder ackern, wie die Tiere. Wir fahren schon wieder wie viel Tonnen? Was, 25 Tonnen? Wir fahren 25 Tonnen, Leute. Das ist ja die höchste Tonnage, die wir bis jetzt gefahren haben, oder? 25 Tonnen. Habt ihr das gerade richtig gesehen? 25 Tonnen. Oh Mann, wenn wir das mit dem Iveco gefahren wären. 25 Tonnen. Was ist ein Ding? Na, da bin ich ja mal gespannt. 25 Tonnen. Aber wir haben ja 540 PS unterm Hintern. Von daher, wir sitzen ja auf 540 PS. Von daher müssen wir das ja locker hinbekommen. Der Iveco, der Renault, was hatten wir noch? Also die hätten es auf jeden Fall, da hätten die ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Ey, wir fahren ja beim Onkel vorbei. Kollege. Nein, nicht dieses Lied singen. Ich will es nicht. Berlin, mach's gut. Wir sehen uns. Vielleicht schneller, als man denkt. Hier, guck mal hier. Rechts, ja. Hier hat der Onkel ein bisschen einer seiner Niederlassungen. Der hat ja alle Höfe, alle Bauernhöfe und alle Holzplätze. Das sind alles seine. Kollege. Übrigens, wer sich wundert, wem ich da grüße, das sind hier die LKW-Fahrer. Wir spielen noch eine Simulation. Also grüßen wir auch die LKW-Fahrer. Logisch. Müssen wir eigentlich jemanden bannen? Muss ja wer gebannt werden? Oder sind alle noch gut? Oder sollen wir schon was bannen? Ich hätte Lust, was zu bannen. Wer muss gebannt werden? Mal sehen, wie Multiplayer so ist. Ob es sich lohnt zu spielen oder nicht. Testen kann man es ja mal. Und wenn es zu blöd ist, muss man ja nicht spielen. Wir haben ja genug zu tun mit unseren Geschichten. Also von daher ist das also kein Problem, wie der Berliner sagt. Ist das kein Problem. Pass mal auf, jetzt versuchen wir mal im siebten Gang 25 Tonnen hochzuziehen. Aber ich sehe schon, das zieht der locker hoch. 25 Tonnen. Mit dem Iveco wäre das ein Traum gewesen. 25, habt ihr das gesehen? 25 Tonnen hat der locker hochgezogen. Also die 540 PS machen sich hier echt bemerkbar.
Pascal, guten Abend. Und alle Neuen. Und die Alten natürlich wieder mal. Aber cool jetzt, oder? Also fast, also man kann sagen, fast ohne Slipstream, voll geil, oder? Dank RIP, ja, der das vorangetrieben hat. Voll geil. So macht's schon Spaß. Von diesen Tagen haben wir geträumt, oder? Wisst ihr noch, die ganzen 3 Monate jetzt, die letzten 3 Monate, da haben wir von dieser Zeit hier geträumt. Dass die Zeit so schnell kommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte vielleicht nächstes Jahr oder sowas, wenn ich mal Zeit habe, mich mit dem Thema dann intensiv zu beschäftigen. Nun habe ich es ja doch früher gemacht, dann kam noch Riptor noch dazu und dann fing das ganze Elend an mit dem Rumgeteste. Ich hatte es ja lange aufgeschoben, ich habe es ja fast 3 Monate vor mir hergeschoben, kann man sagen. 3 Monate und über 200 Videos haben wir es ja vor uns hergeschoben. Ja. Aber jetzt? Jetzt ist die Welt schön, kann man sagen. Warte mal, irgendwas ist hier falsch. Ja, so oder so? Das ist richtig. Oh Mann, wenn jetzt irgendwo ein Blitzer gewesen wäre, dann hätten sie uns geblitzt. Vor allem, man merkt gar nicht, wie schnell man jetzt so fährt. Ja, früher, da war das irgendwie immer durch den Slipstream. Ja, also durch diese Lecks, die wir mal hatten. Das haben wir ja Slipstream genannt. So, das hatten wir ja früher Slipstream genannt, diese Lecks. Und das war früher immer so, das hat dann alles immer so durch diese Leckdinger, das hat alles immer so schnell gewirkt, oder? Und jetzt ist irgendwie so, man fährt und kriegt manchmal gar nicht mit, wie schnell man auf einmal ist. Weil es halt so flüssig läuft und dann gewöhnt man sich an diese Geschwindigkeit und dann fällt es gar nicht auf, wenn man plötzlich auf 80 ist oder so. Erst wenn es dann rot, wenn es anfängt rot zu leuchten, dann sieht man, oh, das ist schon 80. Das fällt dann nach einer Weile gar nicht mehr so auf, wenn man so schnell fährt. Ja, das waren Zeiten. Topsy? Topsy war da schon? Sagt mir aber nichts. Die Namen, die jetzt alle sagen, das waren Zeiten, die habe ich nie gelesen. Na, 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 na. Ach, guck mal, der war noch im toten Winkel gewesen. Den hätten wir jetzt platt gemacht. Der war noch im toten Winkel, habt ihr das gesehen? Die Ratte ist im toten Winkel gefahren. Den hätten wir jetzt mitgenommen. Was fährst du eigentlich in unserer Spur hier, Vogel? Fahr mal links, du Vogel. Nicht du machen. Zieh mal Leine da vorne. Du bist hier in der falschen Spur. Verpfeif dich, Mensch, von der Bärenspur. Das ist unsere Spur hier. Für die. Kommt denn die Pfeife her? Kann das jemand sehen? Kann ja mal dichter auffahren. Vielleicht schwitzt er da ein bisschen ab. Wir haben 25 Tonnen an Bord. Also ich, und vor allen Dingen, wir haben Diesel hinten drauf. Also ich an deiner Stelle, ich würde mal in die andere Spur wechseln. Pfeife. Na, jetzt hat er es gemerkt. Jetzt hat er es gemerkt. Hat ein bisschen auf der Leitung gestanden. Oh, es hat geholfen, habt ihr gesehen? Es hat geholfen. Achtung, Blitze. Bitte nicht blitzen. Wenn ich dann denke, früher hätte man mich nie geblitzt. Da sind wir immer mit 30 durch die Gegend gefahren, bis ich es meinte, ich drauf hatte, ein bisschen schneller zu werden. Früher sind wir so mit 20, 30 durch die Gegend gejuckelt. Das war für mich schon eine Affengeschwindigkeit. Ja? Ganz am Anfang war das für mich eine Affengeschwindigkeit. Also vom Blitzen war da noch lange nicht die Rede. Wie Kilometer haben wir noch? 72. Vor allem erstmal herauszufinden, wie viele Kilometer man noch hat. Ja, bis man eigentlich mal gelernt hat, hier auf dem Navi zu schauen. Da steht ja die Kilometerzahl. Was ich alles lernen musste. Und die mörderische Auffahrt mit dem Iveco immer. Es war immer jede Auffahrt. Irgendwann, so wie es bergauf ging, war es für mich schon wie Angst. Ich habe jedes Mal Angst gehabt. Jedes Mal hatte ich totale Angst, dass ich diese verblödete Scheiß-Auffahrt schaffe mit dem Iveco. Immer Angst gehabt.
dass ich mich wieder zum Horst mache. Und ich habe mich auch jedes Mal zum Horst gemacht. Jedes Mal. Voll abgelost. An jeder Auffahrt. An jeder beschissenen Auffahrt habe ich abgelost. Mit dem Iwigo. Kann man ja sehen auf den Videos. Das war schon vorherzusehen. Ach, guck mal, da kommt eine Ausfahrt. Da kommt jetzt eine Auffahrt, da wird jetzt Cosi gleich wieder ablosen. Da kommt man drauf warten, richtig. Was schreibt ihr da alle? Die letzten Monate war ich immer am Start. Ich mache gerade mal so knapp jetzt, ja, wieder 3 Monate oder etwas über knapp 3 Monate, so mache ich gerade mal Livestream jetzt. Und YouTube aktiv. Ganz schön verrückt, dann 3 Monate über 200 Videos ist schon echt heftig. Und die ganzen Spiele-Dinger alle mit Slipstream. Aber nun nicht mehr so. Mal sehen, dass wir irgendwann noch ein bisschen was tricksen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität rausholen können. Mal sehen. Theoretisch muss die Kiste das bringen. Man muss sie nur richtig einstellen, die Kiste. Dann kann man besser Livestream noch machen und noch besser aufnehmen. Wenn man die Kiste mal richtig einstellt. Ich sage euch. Ihr müsst euch unbedingt ATS anschauen. Da erzähle ich was Lustiges über Hüte. Oh, ruppig. Brrr. Mach hier bloß keinen Unfall. Du fährst hier Diesel. Muss ich jetzt irgendeine Frage beantworten? Was schreibt ihr da alles, Mensch? Ich bin gerade zum Abschillmodus. Ja, also bitte keine komplizierten Fragen. Ich habe gerade vor einer Weile erst Nudeln mit Thunfisch gegessen. Kennt ihr das, wenn man zu viel gegessen hat und dann ist man sozusagen völlig entspannt? So nach dem Motto, Mensch, jetzt habe ich so viel gegessen, jetzt könnte man sich eigentlich schlafen legen. So auf der Wiese so. Man legt sich auf der Wiese schlafen, derweil hört man die Kühe mit ihren Glocken so, glong, glong, wenn die Kühe da grasen irgendwo, ja. Nachdem man, warte mal, Dreschen, Mas, Hallöchen, Dreschen, aber beinahe wären wir geglückt worden. Gerade noch so geschnallt, das Ding. Gerade noch so geschnallt, zu stark runtergebremst. Das wäre schon das zweite Mal gewesen. Ich sehe schon, ich werde noch irgendwann geblitzt. Hat den Körper voll gefüttert? Bin, werde ich müde. Genau, man wird dann so müde, oder? Man wird so träge, so. Faul und träge wird man. Dann will man sich nur noch auf die Wiese legen, hinlegen und einfach nur noch den Kühen mit ihren Glocken lauschen, oder? Gegenverkehr. Über die Garagen. Ninfan fragt, über die Garagen Gedanken gemacht. Nee, immer noch nicht. Aber gut, dass du es sagst. Mensch, gut, dass du mich immer daran erinnerst. Ich würde das alles immer vergessen. Wenn Ninfan mich nicht immer an einiges erinnern würde, würde ich das alles mal, wäre schon weg. Aus dem Kopf. Da habe ich schon wieder gar nicht mehr dran gedacht. Gut, dass man Ninfan ab und zu mal wieder was sagt.
Ich habe im Moment nur Nudeln mit Thunfisch im Kopf. Und ich bin so ein bisschen traurig, dass ich keine Pfannkuchen habe. Für später so, nach dem Livestream. Nach dem Livestream habe ich mich ja manchmal belohnt mit Pfannkuchen, weil ich so artig war im Livestream. Obwohl, ich darf eigentlich keine Pfannkuchen mehr, sonst werde ich zu dick. Ich habe eigentlich meine dicken Grenze erreicht. Sonst werde ich noch dicker und kriege noch mehr Brust und alles. Ich habe eigentlich meine Grenze erreicht. Weil die Pfannkuchen und Kirschstreusel sind immer so lecker, Mensch. Blöd, wenn man drauf verzichten muss. Voll blöd. Dresden, Leute, wir sind wieder in Dresden, ne? Die Pornostadt. Dresden. Hier gibt es schöne Sehenswürdigkeiten, Leute, ja? Hier kann man. Dresden ist richtig Porno. Richtig Porno. Cool, dann hören wir ja gleich auf. Dann hören wir gleich auf und dann kann ich noch ein bisschen vielleicht mal mein Multiplayer-Ding schon mal aktivieren und alles. Das ist schon mal so ein Single, so mal Profilausstellung machen. Da, 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 dum, 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 dum. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hinfahren? Ja, auf jeden Fall. Oh nein, wir müssen zum Todesstern, oder? Wir müssen zum Todesstern rein. Sheet. Wie schön langsam geschmeidig wir hier an die Ampel herangekommen sind und dann schön geschmeidig rum. Richtig geschillt, oder? So richtig böse abgeschillt. So, jetzt geht's hier rein. Die sagen hier gerade, man kann auf den Surfern nur bestimmte Geschwindigkeiten. Na, bei uns ist ja kein Problem. Wir fahren sowieso nur maximal bis 90. Wir spielen ja, wir versuchen es ja so hart wie möglich zu spielen, also halt mit den Einstellungen. Deswegen haben wir ja auch einen Begrenzer mit drin. Also wir fahren sowieso nur bis maximal 90. Durch den Begrenzer. Ist auch gut so. So wie Basti so spielt. Ich fand das eine gute Idee mit dem Begrenzer. Gibt da wohl irgendwie so eine Regelung mit 90 km/h oder so für LKWs oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls umsonst gibt es ja diesen Begrenzer nicht und wir haben den Begrenzer mit drinnen. Sonst, wenn der nicht wichtig wäre, dann wird es den ja nicht geben. Kommen wir noch rum oder? Was fährt denn der? Ein Iveco! Alter Iveco-Kollege! Und du fährst unsere Farbe, du Vogel! Ey, der fährt unsere alte Farbe, der Vogel! Werkspionage hier, der fährt unsere alte Farbe. Habt ihr das gesehen? Der fährt unsere alte Farbe, der Vogel! Unglaublich, oder? Das ist einfach unglaublich. Die fahren ja alle mit unserer Farm rum. Voll die Werkspionage überall. Echt mal. Wer gibt denn die Frachtpapiere ab? Ne, wir machen es ja so, die Zuschauer. Wir sind ja hier in Dresden. Das heißt, das ist ja Porno hier alles. Das heißt, die Zuschauer. Achso, warte mal, und was? Wir fahren auch so Diesel. Ich wollte gerade sagen, sonst hättet ihr was zu essen holen können. Aber wir fahren ja hier Diesel. Die Zuschauer, ihr geht mal die Frachtpapiere abgeben und verkleidet euch mal die einen halt, ja, die Girls halt sexymäßig und die Männer als Chippendale. Schippentier verkleidet. Ist ja Porno hier die Stadt. Von daher, da könnt ihr also euch natürlich pornomäßig anziehen als Schippentier und so. Renzer gut. Genau in den Fahren. Ja, ihr werdet doch alle gebannt. Alle, die sich nicht benehmen, werden gebannt. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Das ist, wir machen da, wir sehen das nicht so eng. Wir sind ja täglich da. Dadurch, dass wir täglich da sind, täglich bannen, ist das alles halb so wild. Halt schön geschmeidig immer, schön den Ball flach halten, nicht einpullern. Da machen wir uns gar nicht verrückt. Das haben wir so den ersten Monat gemacht, also täglich. Aber irgendwann, wie sagt man, irgendwann stummt es ab, dann drückst du irgendwann die Bank, das ist uns gut. Die Zuschauer wissen es ja auch, die haben sich auch dran gewöhnt, denke ich mal. Das juckt, glaube ich, die meisten. Also die Insider, die juckt es gar nicht mehr. Da kann man gar keinen hinterm Ofen mehr mit vorlocken, mit die Sprüche und das alles. Ist doch klar, wenn du täglich da bist. Das ist ja, würdest du halt täglich einen alten Kaugummi kauen. Irgendwann ist das Ding mal ausgekaut, oder? Selbst für die Zuschauer. Ah, Starion! Tja. Und so kommt es daran, wie es kommen musste. Irgendwann tauchen die Moderatoren wie aus dem Nebel auf.
Und dann geht es los. Das dramatische Sterben. Der Hiete, Flamer, Kemper, Lämer, Flamer, Hämer, Hämer, Homer, Hammer, die Homies. Ich geh mal, genau. Genau. Viel Spaß noch. Und denk dran, mach nicht so dolle. Mach nicht so dolle, sonst tut's nachher weh. So, jetzt muss ich wieder, wie mache ich das jetzt wieder? Ich hab's ja noch nie richtig. Also dieses Ding hier war schon immer eine kleine Herausforderung. Das war schon, als ich damals damit anfing, seitdem ist es nie besser geworden. Ich hab diesen verdammten Parkplatz nicht im Griff. Das ist zum Kotzen. Dieser Parkplatz hier, der geht mir auf den Keks. Den habe ich noch nie drauf gehabt. Ich habe auch noch keine Strategie für diesen Parkplatz. Da kann ich echt nur nach Gefühl fahren. Eine LKW-Fahrerin, die nach Gefühl fährt, das hört sich gefährlich an. Vor allen Dingen, wenn man ein flammbares, entzündliches Zeug hinten dran hat. Könnte sein, Starry, dass Autos da sind. Alle Mods können gern. Können gehen. Das Übliche, Starry, kennst du doch, das Übliche. Das übliche Gedönst, das übliche Gedönst. Ah, meine Augen, ich sage dir. Ich gucke wahrscheinlich wie so ein Psychopath immer. Etwas später. Mann, was machst du? Du machst falsch, du machst falsch. Ich mag diesen Todessternparkplatz nicht. Das war zu viel. Aber besser zu viel als zu wenig. Ich möchte mal auf dem Platz hier möchte ich Pro werden. Wann werde ich auf diesem Platz eigentlich Pro werden? Ich möchte hier mal Pro werden. Dann kann ich immer singen. Alles wird sich ändern, wenn ich Pro bin. Wenn ich Pro bin, wird sich alles ändern. Yeah. Die Frauen werden mich knutschen, die Männer gratulieren. Wenn ich Pro bin, wird sich alles ändern. Yeah. Ich muss sehen, dass ich von dieser Fensterseite komme. Ich habe das nicht drauf mit den Spiegeln. Eines Tages werde ich es können. Na 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 na. Dann bin ich ein Star und pack es richtig ein. Na la la la. Nee, wenn ich jetzt schon mal so fast den Hit habe, den Hitman, ja, dann muss ich den Hitman auch zu Ende. Dann muss ich den. Ich habe keine Optik. Zumindest ist der Reifen drin. Auf der anderen Seite sieht es ja wieder dramatisch aus. Oh nein, was machst du? Oh, böses Kaliber. Ob das 100, also 100% sind es bestimmt, oder? Mal sehen, wie viel Prozent wir parken. Nimmt mal wieder. So, die Zuschauer, denkt dran, Frachtpapiere abgeben. Und lasst euch bloß die Kohle auszahlen, ja? Also das sogenannte Geld, unser schwer verdientes Geld. Schauen wir mal, genau, jetzt schauen wir mal, was wir geparkt haben. Immerhin, 100% haben wir schon mal. Ich würde mal sagen, wir haben, naja. Steht auf jeden Fall schon mal gerade, aber aber es sind 110% wieder so. Der steht gerade drinne, zwar nicht so weit, noch ein bisschen weit rechts, aber er steht gerade drin. Also sind es 110%. 150 sind, wenn er perfekt gerade drin steht, auf beiden Seiten bündig alle, also perfekt auf beiden Seiten. Dann hast du 150. Hatte ich auch schon gehabt, aber selten. Aber oft jetzt. In letzter Zeit über 100 meistens. Ah, selber Moderator. Also, ich denke mal, es ist schon mal ganz gut für diesen unwohlsamen Parkplatz hier. 110. Meistens schaffe ich ja doch mehr.
Jetzt inzwischen schon meistens so 120, 30, 40, sogar ab und zu 150. Aber immerhin, immer 100 haben wir schon mal. 110, es sind 110. Ja, gut. Licht, Mensch, Licht aus, Leute, Licht aus. So, jetzt abgeben. Muss das Drehrad? Ich sehe es nicht. Ja. Tsch, puff, zack, bam, boff, baff, peff. 7.593 Euro. Yes. Bonus für ADR-Lieferung. Genau. Bonus für Aufparken. Mensch, können wir ein bisschen mehr Bonus für Auflieger parken? Weil ich habe mir so viel Mühe gegeben. Zwar nicht emotional, aber körperlich. Ja, emotional ist nicht so viel Mühe gegeben, aber körperlich. Das muss sauber angerechnet werden. Ich hatte die letzte Mal hier 89. Ah, 110, sagen wir mal. So schnell bin ich schon nicht. Was, 89 das letzte Mal hier? Sag mal, Ninfan, führst du Buch? Führst du Buch, Ninfan? Das wäre ja echt mal. Das wäre ja was. So. Haben wir es geschafft. Dann hören wir an der Stelle erstmal auf und fangen jetzt erstmal an, unser Profil zu machen. Also für YouTube hören wir an der Stelle erstmal auf mit der Aufnahme. Wie viel Zeit haben wir da mit der Aufnahme? Jetzt haben wir es nicht. Ein bisschen, wir sind ja ein bisschen gefahren, ein bisschen haben wir ja was. Und wir haben ein bisschen gequatscht, genau. So, das heißt. Mann, ich will dieses Lied nicht singen, verdammter Mist nochmal. Warum singe ich immer dieses Lied? Genau, also warte mal, wir gehen nochmal auf Dings. Knapp. Schnapp. Nee, Mann. Nee, was machst du da? Das ist falsch. Ich weiß, irgendwas war falsch gewesen. Wir stehen ja mitten auf dem Frachthof. Wir können aber da nicht stehen bleiben. Sag mal. Jetzt fällt mir das mal auf. Da war irgendwas falsch gewesen. Da war irgendwas falsch gewesen, Mensch. Da können wir doch nicht stehen bleiben. Ihr seid ja auch noch. Ihr steht da vorne am Eingang und wartet, dass ich euch hole. So geht's doch nicht. Oh, jetzt ist der Auflieger weg. Wir müssen wieder rein. Ich kann doch nicht einfach so rausgehen. Die ganzen Zuschauer stehen vorne mit unserem Geld. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist falsch. Ich wollte gerade rausgehen. Jetzt hättet ihr alle da gestanden und bis auf zum jüngsten Tag gewartet, dass ich wiederkomme. So, einsteigen. Mensch, wir müssen zum Hotel fahren. Einsteigen. Ich habe die italienische Hymne seit 2 Wochen im Kopf. Impfung. Ja. So, seid alle drin. Tür zu. So, wir müssen noch Navi stecken. Navi stecken zum Hotel, Leute. Zum Hotel. Haben wir was kaputt gemacht? Nee, oder? Wir müssen jetzt nicht zur Reparatur. Wir können direkt ins Hotel fahren. Also direkt über. Wir fahren direkt über los. Dann los. Abstellen und dann fange ich an, mir mein neues Profil zu machen. So, wo müssen wir lang? Links. Achtung, Fußgänger schauen. Nicht, dass wir hier so ein verliebtes Pärchen über den Haufen fahren. Mann, immer dieses Lied. Ich brauche ein anderes Lied. Ein 1% Schaden. Ich will keinen Schaden. Hallöchen, alle Neuen, alle Alten, alle Wiederkehrenden, alle ab und zu mal Vorbeischauenden. Hallöchen. Auch die Insider, die alten Hasen bei Hypnos World, die alten Hasen auch mal gegrüßt. Auch die jungen Hasen und auch alle anderen Hasen. Wollt ihr gerade mit uns ein Bärenrennen fahren hier? Wollt ihr gerade so ein Bärenrennen machen? Der hat voll abgezogen, oder? Mit der Fracht vor allen Dingen. Kollege, was hat denn der für ein LKW? Hat das jemand erkannt, was der für ein LKW fährt? Der ist ja voll abgezogen mit seinem Auflieger. Oder ich war so langsam. Topsy meint, er ist einer der alten Hasen.
Ist mir aber nie aufgefallen, der Name. Der Name ist mir nie aufgefallen. Jedenfalls nicht im Chat. Jedenfalls nicht im Chat. Wie kommt mir der Platz bekannt vor? Ich glaube, wir waren da schon mal über den Zaun. Kann das sein? Ja klar, hier ist doch die Brücke. Ja, Mensch. Hier ist doch die mystische Brücke. Hier waren wir schon mal über den Zaun. Hier wollte, glaube ich, Ninfan baden gehen. Na klar, das war hier gewesen. Hier wollte Ninfan baden gehen. Ja, hier ist ein geil. Das zeige ich euch mal. Hier ist eine geile Stelle zum Baden und so. Richtig, richtig cool, glaube ich. Da hinten ist eine Insel oder so. Müssen wir gleich mal gucken. Bärenrennen, sondern Elefantenrennen. Elefantenrennen. Ne, ich kenne das mit Bärenrennen. Ich kenne das mit Bärenrennen. Aussteigen alle. Geht mal schon ins Hotel. Für mich bitte keine Präsidentensuite. Ich werde bei den zwei Dienstmädchen wieder schlafen. Die wollen mir nachher noch die Stadt zeigen und so. Yeah. Die Pornostellen in Dresden. Warte mal, lass mich mal kurz mal so ranfahren. Dann kann ich, brauche ich nicht extra aussteigen. Seht ihr da hinten? Achso, da muss man noch weiter. Da hinten ist auf jeden Fall noch Wasser. Kann man jetzt nicht sehen. Da müssen wir erst über einen Zaun. Aber jetzt nicht jetzt, weil ich habe gerade Nudeln mit Thunfisch gegessen. Ich bin noch ein bisschen vollgefüttert. Und dann über einen Zaun. Ich habe mich letztes Mal schon fast langgelegt, als wir hier mit Ninfan und alle anderen, als wir schwimmen gehen wollten. Ich meine, ich gehe ja nicht. Ich traue mich ja nicht. Ja. Als TS traue ich mich nicht, schwimmen zu gehen. Aber ich wollte wenigstens mitkommen. Schön gekleidet, dass man das nicht so erkennt. Ja. Wollte ich wenigstens mitkommen, weil ich traue mich ja nicht zu baden. Also nicht schwimmen gehen. Aber ich wollte mitkommen und da wäre ich beinahe über einen Zaun, hätte ich mir noch langgelegt hier. Das war voll peinlich. Da waren wir heute, genau, und grillen wollten wir, grillen, gegrillt haben wir auch. Wir waren noch grillen gewesen. So, wo stellen wir? Guck mal, der fährt schon wieder unsere Werksfarbe. Unsere alte, die Ratte, die. Was ist denn das für eine Konkurrenz? Was ist das für eine Konkurrenz? Was fährt denn der? Was ist denn das? Renault? Ist das ein Renault? Mercedes. Mercedes hat bei uns also auch geklaut. Mercedes hat also auch Werkspionage betrieben bei uns. Okay. Da stellen wir uns nicht an. Wo stellen wir uns daneben? Wir sind wählerisch. Irgendwie mag ich die alle nicht so. Aber wir gehören dazu. Na, stellen wir uns in der Mitte dazu. Aber mir gefallen die Farben nicht. Der schwarze schon mal, der sieht ja... Ah ne, der ist irgendwie so ein Kackbraun, oder? So ein dunkles Braun ist das. Das ist ein dunkles Braun, das ist kein Schwarz. Ach, so sieht dieses Braun aus. Wisst ihr noch, wo wir mal in diesem einen Menü wegen Farben überlegt haben? So sieht dieses Braun aus. Echt finsteres Ding. Das ist ein echt finsteres Ding. Und wieder mal stehen wir perfekt. So, an der Stelle können wir aufhören. Hier ist schick. Geschafft. Nein, ich will dieses Lied nicht singen. Hallo, warum singe ich mal dieses Lied? Warum? Ich habe überhaupt nichts mit dem Lied zu tun. Warum singe ich dieses Lied auf einmal? Wo kommt der Scheiß her? Chrissy hat Soul Blau für mich. Genau. Natalu! Dich habe ich auch niemand gefragt. Hat zusammen zwei, aber Stream funzt bei mir nicht. Alle anderen Streams komischerweise ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Es könnte daran liegen, dass wir mit 3500 Livestream machen und deine Leitung mal ja, mal mehr hergibt oder so. Kann durchaus sein. Kann durchaus sein. Oder ich weiß nicht, mit welchem Browser du guckst. Vielleicht ist der Browser, hat der Bauchschmerzen? Oder mal F5 drücken zwischendurch oder irgendwas wird gerade bei dir geupdatet oder so oder hier oder da oder so. Tessa, Mensch, Tessa auch da. Kackbraun, schwarz, schwarzer Mann. Das sah echt finster aus, oder? Der LKW sah aus wie der fahrende Tod auf Rädern, kann man sagen.
Kann natürlich auch, genau, kann natürlich auch mit Twitch wieder mal zusammenhängen, weil ich habe ja jetzt keine 5000 Zuschauer, dann könnte man sich die Qualität wahrscheinlich einstellen oder so, keine Ahnung. Oder ich hätte vorrangige Leitung, keine Ahnung, ich bin ja kein Twitch-Partner. Twitch-Partner kostet ja fast ja so 9 Dollar im Monat oder sowas. Raus, raus. Gut. Ich überlege gerade, ob wir jetzt die für YouTube abbrechen oder ich kann ja weiterlaufen lassen. Ja, man kann ja einfach weiterlaufen lassen. Dann kriegt man das für die Leute und für die Zuschauer auch mit, oder? Wir machen jetzt eine Profilerstellung für Multiplayer. Irgendwie so. Ein neues Profilerstellung, bitteschön. Mann, ich will dieses Lied nicht singen, hallo. Zur Strafe nochmal. Ja, Mann, da freue ich mich. Worauf freut er sich? Karl freut sich auf irgendwas. Bei mir die ganze Zeit nicht. Wenn ich es gar nicht habe, ja die ganze Zeit Ladebildschirm bei alten anderen Streams funzt es einmal. Ja, die anderen, ich weiß nicht, musst du mal gucken. Du kannst, wenn du in diesem Stream-Fenster bist, also in diesem Twitch-Fenster, da kannst du ja mal bei den anderen. Guck doch mal bei den anderen, da gehst du auf dieses Rädchen, das habe ich auch gelernt. Und dann gehst du auf Videostatistiken anzeigen. So, und da kannst du sehen, in welcher Dings die anderen so, zum Beispiel, guck mal, bei mir zum Beispiel, Daily, was ich finde, da steht irgendwas, Display-Dingsbums 540 mal bla, 3000. Da kannst du auf jeden Fall sehen, mit welcher Rate wir ungefähr Livestream machen anscheinend. Und hier steht so 3500 bla bla. Und musst du mal bei den anderen gucken, mit was die machen. Vielleicht machen die anderen mit 2500, was ja praktisch so halt, ja, was alle so machen. Oder also viele irgendwie oder so, so wie ich mitbekommen habe. Muss mal gucken bei den anderen, was die so für eine Rate, was die mit welcher Rate die so streamen. Da, 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 dam, dam, bom, bom, bom. Welchen LKW fahren wir im Multiplayer? Da wird schon diskutiert, welchen LKW ich fahre. Mann ist scheiße, der ist stark. Was? Schadensanfällig, wo ich mir meinen DAF oder Scania drüber. Ich sag Hammer nach Hammer nach. Okay. Unsere Probleme liegen jetzt erst, glaube ich, erstmal an anderer Stelle. Und zwar, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Nehmen wir? Nehmen wir denn? Was nehmen wir? Nehmen wir? Nehmen wir? Was habe ich eigentlich bei dem anderen für ein Logo? Heiß, genau. Ich bin ja heiß. Ich bin ja sehr heiß. Bei meinem Hypnotiker-Ding habe ich Feuer. Genau, Mann. Ich bin ja sehr heiß. Ich bin heiß, heiß, heiß. Na, 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 na. Du brauchst dann den Multiplayer-Client auf. Ja, das sagt mir alles RIP dann. RIP bringt mir das alles bei, wenn wir dann soweit sind. Also RIP, der hier mitgeholfen hat, dass der Livestream jetzt nicht mehr so viel laggt, ja, dass wir weniger Lags haben und dass wir geiler aufnehmen können. RIP hat ja die Sache stark vorangetrieben, dass ich mir mein süßes Köpfchen nicht alleine zerbrechen musste. Das war sehr geil. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch aktiv 2, 3, 4 Wochen oder so, hätte ich wahrscheinlich noch rumgeforscht, um dann irgendwann mal alles perfekt zu haben oder noch besser zu haben. Und so brauchte ich das Gott sei Dank nicht alleine alles zu durchdenken. Sondern wir hatten alle gemeinsam Kopfschmerzen. Die Zuschauer hatten Kopfschmerzen vom vielen Kreisverkehr. Mann, was sind wir im Kreis gefahren? Oh Mann, das war echt Psycho. Das war voll die Gehirnwäsche gewesen. Malmö, war das Malmö? Ja, Malmö, oder? Malmö Kreisverkehr. Was war das Psycho? Boah. Das war echt Psycho. Oder war doch Malmö, oder? Ja, Malmö war das. Feuer. Engel und Teufel, Luisa. Keiner macht's mir so wie dieser. Na, 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 na. Schlabber, laber, schlabber, laber. Ja, ich bin ja nun mal heiß, deswegen brauche ich natürlich die Flamme. Logisch. Der Teufel hat immer das Feuer. Die Teufelin. Belzebub. Der Deibel, der Deibel. Spielt es hier eigentlich eine Rolle, welchen LKW ich da auswähle? Warte mal, hier ist was Neues gekommen. Das da. War der früher auch schon? Dieser komische rote Balken da oben, der kommt mir gar nicht bekannt vor.
Dieser komische rote Balken sieht seltsam aus. Der kommt mir gar nicht bekannt vor, dieser rote Balken da oben. Also diese Blende, oder sagen wir mal die Blende. Eine rote Blende, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Ob das irgendeine Auswirkung hat, wenn ich jetzt hier was einstelle auf dem Multiplayer, weiß ich gar nicht. Weiß sowieso nicht, wie das funktioniert. Fange ich dann im Multiplayer auch wieder an ohne LKW? Ist es praktisch so, als ob man Singleplayer. Ja, klar, ich fahre ja Singleplayer. Ich fang mit Singleplayer an und dann fahre ich los und bin dann wohl irgendwie im Multiplayer. Das heißt, ich habe aber keinen eigenen LKW dann, oder? Ich habe ja keinen eigenen LKW. Ich fahre dann sozusagen im Multiplayer, aber ohne eigenen LKW oder wie? Wie ist denn das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Das beste Iveco. Sag mal, wie ist denn das? Ich mache mir jetzt hier, ich fahre jetzt los im Singleplayer wieder mit einem neuen Profil. Dann habe ich ja kein LKW. So, dann fahre ich 2-3 Stunden und dann kann ich Multiplayer machen. Und dann habe ich aber immer noch keinen eigenen LKW. Dann fahre ich also Multiplayer ohne eigenen LKW. Sehe ich das richtig? Weil ich kriege ja dann keinen LKW oder so. Das heißt, ich fahre Multiplayer ohne eigenen LKW. Genau, Kose. MP ohne LKW. Das ist ja scheiße. Ich fahre Multiplayer ohne meinen eigenen LKW. Da muss ich da ja auch noch arbeiten, bis ich einen LKW habe. Da muss ich da ja arbeiten, bis ich einen LKW habe. Das kann ja alles unter Veracht ist. Also die ganzen Fans, die Scania-Fans, die Volvo-Fans, die Mann-Fans, die DAF-Fans, alle sind sie da. Ich glaube noch kein, es fehlt noch ein Mercedes-Fan, oder? Nee, ich glaube, Karl ist ein Mercedes-Fan. Also wir haben ja alle Fans von allen LKWs wieder da. Ist das nicht wieder herrlich? Die ganze Liege ist vertreten, ne? Die ganze Bagage ist hier vertreten. Musst fahren, bis du seinen eigenen hast, um fahren zu können. Es geht nicht nur um PS. Nein, Leute, es geht um Schönheit. Schönheit. Denn nur Schönheit bringt uns voran. Außer es kommt eine Auffahrt. Dann bist du mit deinem schönen LKW tierisch am Arsch. Tja. Tja, Leute, Mensch. Tja, Mensch, Mensch. Naja, theoretisch, sagen wir von der Logik her, ich spiele ja ETS nach einer Geschichte, ja? So, und in der Geschichte fahren wir noch keinen Mann, wir haben noch keinen Mercedes gefahren und noch keinen DAF. Das heißt, die darf ich jetzt auch nicht fahren, weil ich spoilere mich ja sonst vor. Ich darf also gar kein Mercedes fahren, ich darf kein DAF fahren und ich darf keinen Mann fahren, weil die habe ich in der Geschichte auch noch nicht gefahren. Also darf ich die Multiplayer auch erstmal nicht fahren. Ich kann die erste Multiplayer fahren, wenn ich, also mein eigener, wenn ich jetzt einen eigenen hätte, wenn ich dann praktisch die in meiner Geschichte schon gefahren habe. Tja, also fallen die schon mal aus. Aber im Moment fahre ich ja sowieso alles, was mir in die Quere kommt, weil ich bin ja, habe ja gar keinen eigenen. Alles schied. Alles. Das heißt, wir fangen wieder bei Null an. Wir fahren praktisch, wir klicken das erste Profil an wie damals. Back to the roots. Das fängt mit dem DAF wieder an. Als Profilbild. Als Profilbild fängt es mit dem DAF wieder an. So ist es, wie die Dinge immer anfangen. Klein. Das Schlimmste ist der Firmenname. Ja. Schönheit DAF. Nein, YouTube-Fan, du musst sagen, alle LKWs sind cool und der Iveco. Und der Iveco. Leute, alle LKWs sind schön. Jeder LKW hat seine Vor- und seine Nachteile. Auch in Wirklichkeit, im richtigen Leben, hat anscheinend jeder LKW seine Vor- und seine Nachteile. Wir können ja froh sein, dass wir überhaupt die LKWs haben. Stell mal vor, wir könnten bei ETS nur Scania fahren. Oder nur Volvo. Oder genau wie Scania. Das ist dann praktisch, wie du spielst Scania Truck Driving Simulator. Du hast dann alles nur Scanias. Überall fahren nur Scanias. Das ist doch voll langweilig, oder? Oder es fahren nur Mercedes oder nur Volvos. Oder nur Ivecos, das ist doch voll langweilig. Also wir können also froh sein, dass wir überhaupt ein paar LKWs zur Auswahl haben. Stellt euch mal vor, nur eine LKW-Sorte, das ist doch voll langweilig. Das wäre voll blöde. Was? Nicht DAF? So wirst am Anfang ein DAF? Wirst am Anfang ein DAF-Händler? Was? Nicht DAF? So wirst du am Anfang ein DAF-Händler. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Du musst Iveco oder Renault nehmen wegen Händler. Wieso wegen Händler? Wie kommt ihr darauf? Was hat das mit dem Händler zu tun? Was redet ihr denn da schon wieder? Wie schreibt man La Familia, Leute? La Familia. Richtig? La Familia.
So heißt natürlich unsere Firma, Leute. Ja. Alle, die praktisch, wenn wir später unsere Geschichte gespielt haben, wenn wir unsere Geschichte fertig gespielt haben und ihr die alle gespielt habt, ihr seid ja dann auch ein Don, ihr seid dann sozusagen alle La Familia. Ja. Wer den Firmennamen La Familia hat, ist automatisch Mitglied in La Familia. Logisch. Ist automatisch Mitglied in unserer Mafia. Na logisch. Renault ist auch super. Mit dem Renault und Iveco hat man einen Vorteil. Er sucht sich automatisch. Das heißt also, ihr wisst alle nicht so richtig Bescheid. Ihr seid da so ein bisschen verwirrt alle. Kann es sein? Es scheinen nicht so viele Multiplayer erfahren zu sein. Ihr redet da ein bisschen wirrwarr. Kann es sein? Gibt es denn sogenannte Multiplayer-Experten? Oder gibt es nur welche, die gerne mal Experten werden möchten, aber noch nicht sind? So wie ich zum Beispiel. Wo wir uns praktisch sozusagen die Hand schütteln können. Ist das auf männlich? Nee, wir wollen weiblich. Ne? Wir wollen eine weibliche Figur spielen. Gibt es ein paar heiße Bräute am Start, im Multiplayer vielleicht? Ey, die Braut ist, glaube ich, neu. Und die hat so, wow, die kommt mir, die habe ich schon mal in so einem Horrorfilm gesehen. Da schau mal die da. Die habe ich im Horrorfilm gesehen. Oder waren es denn meine Albträume? Ich weiß. Nee, aber die ist auch süß. Die ist auch süß. Ja, die ist auch süß. Kaufe ich. Die lasse ich mir mal kommen. Tja, Experten. Die Expertenrunde. Expert. Wie spät haben wir es? 23 Uhr. Wir machen noch eine halbe Stunde, dann hören wir auf. In der halben Stunde müssen wir noch irgendwas bewegt haben. Und wenn es nur die Füße sind, wenn es nur die Fü oder die Pedalen, irgendwas muss man oder am Lenkrad gedreht haben. Danke, ich bin Anfänger. Weil du sonst am Anfang den DAF-Händler entdeckt hast. Ja, und wo ist das Problem, wenn du einen DAF-Händler entdeckst? Wo ist denn da das Problem? Verstehe ich nicht. Ist doch egal, oder? Wo ist das Problem mit dem DAF-Händler? Habt ihr Probleme mit dem DAF-Händler oder wie? Man kann niemandem trauen. Überall Scharlatane, überall Räuber am Wegesrand. Da hilft nur Robin Hood mit seinen Strumpfhöschen, mit seinen engen Strumpfhöschen, wo man alles sehen kann. Robin Hood mit seinen engen Strumpfhöschen, wo man alles sehen kann. Dieses kleine Luder, dieses kleine Luder. Das Robin Hüttchen. Mit seinen engen Strumpfhosen und sein Hütchen, dieses kleine Luder. Da kommt Robin. Robin Hood kommt aus dem Gebüsch hervorgesprungen mit seinen engen Strumpfhöschen, wo man alles sehen kann, dieses kleine Luder. Hä? Und hat sogar noch seinen Flitzebogen dabei. Musst du da einen erstellen, dann kannst du den Client downloaden und du musst dann per Steam kontrollieren lassen, dass du mindestens 2 Stunden hat mir gerade, wie heißt es, Hörni Beta oder sowas. Hörni Beta. Mann, Leute, ich kann es kaum lesen. Das habe im Multiplan, das habe ich gelesen. Dann musst du einen Renault-Händler erst entdecken. Und was redet ihr mit Renault-Händler? Ich suche mir hier einfach ein Bild aus und dann ist schön. Wir fahren doch sowieso nicht mit unseren eigenen LKWs. Also das heißt, dieses Bild spielt doch da gar keine Rolle. Wir haben doch sowieso keinen eigenen LKW. Das ist doch Jacke wie Hose. Außerdem kannst du doch nachträglich dieses Bildchen auch ändern, oder? Von daher. Heimstunde ist Schluss, oder wie? Ja, Tessa, in einer Stunde ist Schluss. Da muss Cosi sehen, dass sie früh ins Bett kommt. Damit ich schön und klug werde. Gut, Schönheit geht jetzt nicht mehr so viel. So, noch schöner kann man ja gar nicht mehr werden. Aber klüger zum Beispiel, klüger wäre schön. Wie, welche Frau müssen wir nehmen? Ne? Wollen wir nehmen? Guck mal da, die. Holde Maid, bist du für mich bereit? Oh ja, oh ja, oh. Sag bitte ja, dann mach ich alles klar, ihr singen. Oh ja, oh. Bum, bum, bum. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen na, na, na. Wir wollen na, 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 na. Was könnte ich denn nehmen? Lass mal kurz durchsetzen. Zack, zack, zack. Erstmal, ich muss erstmal matrixmäßig alles ins Gehirn einscannen. Bip, 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 bip,
Könnte natürlich einen auf Mad Max machen hier. Die Mad Max Braut. Hardcore Webs. Na, 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 na. Oder wenn du kannst, bis morgen warten, kommst zu uns auf dem TS, wenn ich von der Kabel komme. Rip will doch auch schon mir helfen. Aber nett. Hörni Beta. Ich glaube, ich lese es richtig, oder? Oder Hini Beta? Hini Beta oder so. Es nervt mich so eine Fliege hier. Zum Glück habe ich noch die. Was? Ungarn Map. Die dann zockt. Kusi, mach einfach, was du denkst. Kusi, nimm einfach ein Iveco, Renault oder Volvo Bild. Ein Iveco, Renault oder Volvo? Warum Renault? Ich will kein Renault. Ich will nicht Renault fahren. Wir haben, irgendwas war mit dem Renault, oder? Was war? Wir haben mit dem Renault auch gelitten. Ich mag den nicht so. Weiß nicht, was war mit dem Renault? Irgendwas war mit dem Renault. Ich weiß bloß nicht mehr was. Na, 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 na. Guck mal, die sieht hart aus, oder? Die ist Mad Max. Guck mal hier, die ist Mad Max. Da, 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 dam, 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 dam. Mann, nicht dieses Lied. Ich will dieses Lied nicht. Wie komme ich auf dieses Lied? Ich habe überhaupt nichts davon gehört. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock auf die Mad Max-Frau. Ich weiß, die hat mich von Anfang an schon irgendwie interessiert. Ich weiß nicht warum. Irgendwie interessiert mich diese Mad Max-Frau. Ich weiß nicht warum. Wir nehmen die erstmal, oder? Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich die nehmen. Ich weiß nicht warum. Na, wie das hin? Hörni. Renault hatte Männerblinker. Genau, diese klack, 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 klack. Dum, 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 dum. Ich dachte, wir fangen wie in der Geschichte an. Also am liebsten würde ich ein Mercedes fahren. Mercedes. Aber Mercedes haben wir ja irgendwann noch in unserer Geschichte. Mercedes. Kennst du den silbrigen Langhalswurm? Nee. Ich kenne einen Tatzelwurm. Tatzelwurm vom schwarzen Auge. Kennt jemand die Tatzelwürmer von das schwarze Auge? Also die richtigen Tatzelwürmer, die man am Tisch spielt. Also Brettspiel jetzt nicht. Nicht das Computerspiel das schwarze Auge, sondern das richtige am Brett. Was man hier mit Würfel spielt und wo man seine Blätter ausfüllen muss und so. Das schwarze Auge meine ich. Und da gibt es den sogenannten Tatzelwurm. Sehr interessant. Das würde ich gerne mal spielen wieder, so mit Leuten am Tisch, mit so richtig so verkleidet, so jeder als Held verkleidet, mit Würfeln und alles, mit Meistern, so, das wäre echt cool. Das wäre echt geil. Und dann auf YouTube aufnehmen. Machen ja schon welche. Aber leider alle nicht so gut. Mercedes-Benz ist nicht wirklich so toll. Mensch, Leute, was machen wir nu? Was machen wir nu? Was machen, machen, machen nu? Nu, 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 nu. Aber ihr habt recht, Iveco wäre mal eine Idee. Mit dem Iveco wieder anfangen. So ist es, wie die Dinge immer anfangen, mit dem Iveco. Die Dinge fangen immer mit dem Iveco an. Genau, ich nehme den Iveco. So wie die Dinge anfangen. Den da. Der schwarze ist eklig. Genau, der Iveco. So wie die Dinge immer anfangen. Unser Iveco. Die gute alte Schnute, hä? Die gute alte Schnute Iveco. Genau, wir fangen mit den guten alten Iveco an. Das ist es. So machen wir es. Oh nein, sag mir jetzt nicht, dass... Oh, scheiße. Dann hat sich's für heute sowieso erledigt. Dann muss ich erstmal in Ruhe meine Dinger hier einstellen dann. Das ist ja eine Scheiße. Stimmt ja, dann muss ich das hier alles einstellen. Das ist ja blöd. Da muss ich erstmal Bilder machen von meinem anderen Profil und muss dann das genauso einstellen. Das ist ja ein Mist.
Das ist ja blöd. Diese Leute können wir gar nicht mehr fahren. Das heißt, ich muss dann erstmal die ganzen Dinge einstellen. Tja. Echt blöd. Was übernehmen die? Wer übernimmt was? Wenn ich Helfer überspringen mache, dann wird nichts übernommen. Dann habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, Tastatursteuerung oder sowas. Was übernehmen die? Ich glaube nicht, dass sie das übernehmen. Das ist ja scheiße, muss ich alles einstellen. Das heißt, ich muss mal meinen anderen Profil erstmal alle Dinger fotografieren. Das ist ja blöd. Habe ich nicht dran gedacht. Kann man jetzt gar nichts mehr machen, Leute. Seht ihr? Da können wir jetzt ja nichts mehr machen. Das heißt, ich muss erstmal Ruhe einstellen. Echt doof. Probieren, meinst du, Helfer überspringen? Ja, können wir mal Spaß machen. Aber ich weiß genau, dass es nicht klappt. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht. Bitte wähle die Stadt, in der du spielen möchtest. Tja, jetzt spielt alles ja keine Rolle. Ich spiele ja Multiplayer dann. Nicht so viel denken. Stimmt, wer viel denkt, kriegt öfters Kopfschmerzen. Ich könnte glatt Erebro nehmen. Malmö, hä? Malmö. Nee, mein Mutterschiff steht ja in Erebro. Aber dann wäre ich ein Schwede, dann wäre ich ein alter Schwede, dann wäre ich eine Schwedin. Du hast eine Steam-Errungenschaft, weil es da nur eine Garage gibt. Hannover ist schön. Hannover ist gesperrt. Hannover habe ich in der Geschichte noch nicht gemacht. Deswegen. Hannover ist gesperrt. Tja. Ach. Schwierig. Schwierig, wenn man nicht die Geschichte beißen will. Also man beißt sich sonst mit der Geschichte. Theoretisch müsste ich Hannover nehmen. Ja, das stimmt schon. Theoretisch müsste ich Hannover nehmen. Das stimmt. Und ich müsste theoretisch Hannover nehmen oder Örebro. Hannover oder Örebro. Venus, Mensch! Venus, lalalala. Das ist aber witzig. Du kriegst es bei Twitch nicht zum Laufen, aber auf dem Handy. Das ist mysteriös. Hamburg. Berlin. Na, 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 na. Meine Ritterschaft kommt ja aus Hannover. Ja? Mein Name. Meine Ahnen, meine Raubritter, die kommen aus Hannover. Tja. Deswegen ist ja auch in der Geschichte bei ETS, ja, deswegen ist in der Geschichte, bei unserer ETS-Geschichte, ist ja auch Hannover deswegen gesperrt, weil die erst später zum Zuge kommen.
Ach, aber wenn ich Örebro mache, Örebro ist am Arsch der Welt, hä? Das ist so weit am Arsch der Welt. Da bin ich weit weg von Gut und Böse, bin ich dann. Malmö sieht da schon interessant aus. Da bin ich am Puls des Lebens. Da beherrsche ich die Fähren. Die Beherrscherin der Fähren und der Meere. Da bin ich die Beherrscherin der Meere. Baba. Tessa sagt Baba. Komisch, andere Streams kann ich problemlos schauen. Hey, vielleicht werde ich ja Twitch-mäßig gebasht oder so. Ich werde Twitch-mäßig gebasht. Sie versuchen Hypnos World zu bremsen. Sie versuchen sich einem fahrenden Truck entgegenzustellen. Autsch, autsch, sag ich nur. Venus ging bei mir auch nicht. Seltsam, oder? Aber wie gesagt, ich habe auf 3500, habe ich am Laufen und es ist ja Twitch Standard, also man kann ja bis 3500. Also laut Twitch kann man bis 3500. Wir liegen also immer noch in der Twitch-Grenze. Wir liegen in der maximal möglichen Twitch-Grenze, was Twitch so erlaubt für No-Partner, also wenn man keinen Partner ist und so, glaube ich. Also ich bin jetzt nicht einmal drüber, dass jetzt Twitch mich ausbremst, weil ich halt zu viel mache oder so. Also zu viel Power gebe oder so. Von daher kannst du den Stream auch nicht schauen. Mann, was nehme ich für einen Stützpunkt? Ich hätte echt Bock auf Örebro. Und ich hätte Bock mal aufs Töpfchen jetzt zu gehen. Ich hätte aber auch Bock auf Malmö. Ich hätte auch Bock auf Hannover. Ich hätte eigentlich auch Bock auf München. Ich wollte schon immer mal in München sein. In München ist das ganze Geld, da ist die Macht. Wo ist denn überhaupt München? Oh Mann, ist auch am Arsch der Welt. Aber dann bin ich nicht so weit weg von Österreich. Und der Schweiz, hä? Und Liechtenstein und alles. Bin aber weit weg von Norwegen, auch wieder scheiße. Ich glaube München. Dann kann ich gute Geschäfte machen nach Österreich. Österreich, hä? Wien. Linz. Innsbruck, hä? Hier Zürich, Bern, ist schick, hä? Ob ich München mache, dann bin ich so ein fetter Bonze, dann sitze ich an den Reglern der Macht in München. Ich lerne dann einflussreiche Menschen kennen, einflussreiche wichtige Männer und Frauen, die Macht haben, die mir dann einen LKW kaufen, irgendwie oder so, die mir viele LKWs kaufen. Frankfurt, nee, Frankfurt ist nicht auf dem Radar. Zentral, ja, es geht nicht um Zentral, nein, hier geht's um Schönheit. Mannheim. Was ist ein Kompromiss? Mannheim, nee, Mannheim hört sich so normal an, so. Mannheim. Nein, am Handy geht's aber PC nicht. Vermischen ist die Macht. Richtig, genau. In München ist die Macht, Leute. Da ist die Macht. Da lerne ich diese einflussreichen Frauen und Männer kennen. Die mir da, vor allem, die geben mir mal Kuchen. Okay, das ist gefährlich. München ist dann gefährlich, weil da gibt es, glaube ich, viel zu essen. Da werde ich ja zum Bäuerin. Also welcher... Da gibt es ordentlich Holz vor den Hütten, nicht München und so. Da gibt es die dicke Madels, ne? Die dicke Madels mit große Brüste, große Pup, große Kiste hinter, ne? Ist München. Wenn du bist der dicke genug, kriegst du eine Kuhglocke um Hals gehangen. Also München, da wirst du, da kriegst du ordentlich Holz vor den Hütten. Da wird da deftig noch gegessen und reingehauen. Ich glaube München, Leute. München. Das ist schwierig. Der Stützpunkt, der bleibt an mir haften, der Stützpunkt. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Wie jetzt? Natalu kann mich gar nicht sehen, aber sie ist im Chat oder wie? Also sie kann jetzt nur schreiben oder was? Natalu sieht mich gar nicht oder wie? Aber sie ist im Chat oder was? Echt jetzt? Natalu ist jetzt nur im Chat oder wie? Vielleicht mal F5 drücken oder so.
Ja, Leute, müssen wir mal aufhören. Ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß es nicht. Ich tendiere zu München, weil dort ist die Macht. Und ich habe es nicht weit nach Österreich und der Schweiz. Und in Österreich und Schweiz, da ist auch die Macht. Und in Liechtenstein, es gibt ja nicht, in Liechtenstein gibt es ja hier nicht, oder? Nee. Und in Liechtenstein, was hier ja so ist, da ist das ganze Geld. Da können wir unser ganzes Geld hinbringen. Ja? Da lerne ich die mächtigen, wenn ich in München stationiert bin, lerne ich die mächtigen Leute dieser Welt kennen. Die mir sozusagen die LKW-Flotte finanzieren. Ja. München, da ist die Macht, Leute. Da ist dieser Fußballverein, der niemals verliert, war so viel Geld hat, dass er sich die besten Spieler kaufen kann. Das ist dieser Fußballverein, der fast niemals verliert, weil der kann sich die besten Spieler der Welt kaufen. Ja, da kann ich mir alles kaufen. Hannover ist entspannter. Das stimmt schon. Aber ja, in München ist die Macht, Leute. Dann werde ich automatisch zur dicken Münchnerin, oder? Mit Holz vor den Hütten. Dann habe ich automatisch Holz vor den Hütten. Mir fehlt dann nur noch die Hütte. Holz habe ich dann schon, aber mir fehlt noch die Hütte dann. Fußball alles. Ich gucke kein Fußball, aber ich höre öfters davon, dass diese Mannschaft immer gewinnt. Sehr oft. Die gewinnen dann immer so eine komische Schüssel, wo man Spaghetti draus essen kann. Genau. Und vor allen Dingen können wir singen: In München steht ein Hoffreihaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk, Skandal um Rosi, um Cosi, Skandal um Cosi. Halt in München wegen Macht, Formel 1 vor so Wind. Wieso, was hat Formel 1 denn mit München zu tun? Was hat denn Formel 1 mit München zu tun? Ja? Habe ich da jetzt was, habe ich irgendwas verdrängt, was ich im Kopf habe und nicht mehr weiß? Was war denn jetzt mit München Formel 1? Sauberteam? Das Sauberteam? Mercedes? Nee, Mercedes ist ja, Mercedes ist ja Dings hier. Wo ist das? Stuttgart, glaube ich. Mercedes war Stuttgart, glaube ich. Oder ja, Stuttgart war Mercedes, glaube ich, Niederlassung. Die Niederlassung ist, glaube ich, in Stuttgart. Genau, RIP. Fahr mal in diesem Ungarn-Map weiter. Ich kann mich nicht entscheiden. Es sind zu viele Punkte, Leute. Es sind hier zu viele Punkte auf der Karte. Als Antwort aus. Was? Sauber Schweiz. Das war cool, wie nimmt man das immer so weiß? Zack! Sauber Schweiz. Genau, RIP. Hau rein, Mann. Wir hören jetzt auch auf. Es ist Zeit zum Aufhören. Mensch, wir nehmen doch auf für die YouTube-Leute. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Im Moment steht alles. Alles steht und bewegt sich nicht. Cosi hält ja den ganzen Laden auf. Wo Cosi ist, da steht die Welt. Wo Cosi ist, da wartet die Welt. Hier wartet die Welt. Selbst die Aufnahme wartet, um zum Ende zu kommen. Für die YouTube-Leute ist es jetzt gerade anstrengend. Aber ey, seid ehrlich, das macht Spaß. Es ist spannend, oder? Was nehmen wir für Multiplayer? Auch für die YouTube-Leute. Es ist ein wichtiger, entscheidender Eingriff in den Multiplayer-Modus irgendwie oder so. Es ist nicht ohne. Es hat Folgen, es hat Konsequenzen. Wo wir stationiert sind, hat Konsequenzen. Ah, München, du willst es doch mal. Leute, es ist alles steht. Ich weiß nicht, was ich will. Ich bin eine Frau. Frauen wissen nie, was sie wollen. Frauen wollen alles. Männer sind aber so zielgerichtet. Die gehen ins Kaufhaus rein, ja. Die sagen, pass mal auf, du gehst mit der Frau ins Kaufhaus und dann denkst du, oh nein, ich will nicht mit dir einkaufen gehen. Da muss ich wieder sitzen und warten, bis du fertig bist. Männer sind da ganz anders. Die gehen rein ins Kaufhaus, zack, gekauft, gekauft, gekauft und zack, wieder raus. Frauen gehen rein und sagen, ah, guck mal hier, guck mal da, oh, guck mal da und hier, das ist schön, komm mal mit, zeig mal da, ah, guck mal hier.
Männer, zack, rein ins Kaufhaus, zack, wieder raus aus dem Kaufhaus. Frau ist da ganz anders. Frau sieht da ganz viele Punkte im Kaufhaus. Ja, ganz viele Punkte. Männer sind da viel zielstrebiger. Ja, die wissen sofort, wo der Punkt leuchtet. Die sehen sofort, zack. Sao Paulo. Nee, Mensch, das ist ja irgendwas Außerirdisches, was du da sagst. Männer, zack, rein ins Kaufhaus. Zack, rein ins Autohaus. Zack, Lamborghini gekauft, zack, wieder raus. Frau, die geht erstmal rein, na, vielleicht Lamborghini, vielleicht Ferrari. Oder das vielleicht, oder das. Boah, die Musik geht echt gut ab. Favoriten sind auf jeden Fall Örebro, weil da mein Mutterschiff steht. Malmö, weil da auch ein Mutterschiff steht. Dann Berlin nicht, weil Berlin hatten wir ja schon. Hannover ist aber gesperrt in unserer Geschichte. Und München. Das sind im Moment die Top-Favoriten. Männer sind so, ich brauche eine neue Hose. Schnell gekauft und weg. Genau. Männer, ich brauche eine neue Hose. Zack, rein. Hose gegriffen, zack, wieder raus. Frauen nicht, da muss man mal anprobieren, testen, fühlen, mal dran ziehen und machen und tun, den Preisvergleich nochmal anders sich angucken. Männer nicht, zack, rein in die Hose, zack, raus und zack, weg. Der Schwung ist gut. Tschüss, tschüss, sag mal schon tschüss. Was? Was ist das? Ach ja, Kursi in WoW hat sich wieder einiges getan. Echt jetzt? Das ist ja geil. Du machst mich wieder ganz, ganz wuschig, wenn du vom WoW sprichst. Ich kann noch kein WoW spielen, da brauche ich eine Karte für. Könnt ihr nicht mal endlich kostenlos WoW machen, dann kann ich wieder mitspielen. Hypnotika wartet auf mich, die echte Hypnotika im WoW. 80er Magierin. Under City, die untote Stadt. Meine Mami Silvanas, die wartet auf mich. Ich bin ja die Tochter von Silvanas. Die echte, die wahre, die originale. Silvanas Tochter, Hypnotiker. Ich habe sie sogar auf meiner Webseite, muss ich mal zeigen. Morgen zeige ich mal auf meiner Webseite, da habe ich sie ja gemalt, meine Hypnotiker. Und zwar ein bisschen erotischer, sie sieht nicht ganz so erotisch in WoW aus. Was? Spielt eh keiner? Hat keiner, den ich jetzt spoilern könnte? Spielt eh keiner, den ich jetzt spoilern könnte. So. Ja, München. Die Musik legt mich ab. Ich muss mal konzentrieren. Die Musik macht mich fertig. So. Ich muss mal einen Augenblick. Hakalaka, hakalaka, laka, hom. Klingelingelingeling. Hale Krishna, Krishna, Krishna. Hale, 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 hale. Krishna, Krishna, hale, hale. Hale, hale, Davidson. Hale, hale, Davidson. Brumm, brumm, hale, hale. So, was machen? München ist weit weg. Weit unten in Österreich. Schöne Gegend, Schweiz. Geschäfte, da kann man locker die Geschäfte machen und es gibt da vor allem Schokolade, Schokolade gibt's da. WoW, ja, von WoW spielen, sag ja, ja, WoW, wir wollen alle WoW. World of Warcraft, ja. Warcraft 3, Echtzeitstrategie, so viel Spaß hatte ich noch nie. Na, 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 na. Der Heiler, kennt ihr das Lied mit dem Heiler von Jan Hegenberg? Der Heiler, der Heiler ist der Beste. Wie war denn dieses Lied mit dem Heiler? Hamburg. Oh, Hamburg auf der Raperbahn. Das wäre ja ständig Porno. Der wäre ja ständig notgeil, kann man sagen. Der wäre ja ständig notgeil in Hamburg. Ich wäre ja ständig, kann man sagen. In Hamburg an der Waterkant. Da hat man mich schon von der Dings gebannt. Von der Dings gebannt. Hannover ist gesperrt. Richtig! Hamburg. Mensch, seht ihr jetzt, wo jetzt Hamburg? Genau, Hamburg. Da wollte ich auch schon immer hin. Ich wollte schon immer mal Hamburg.
mal den Fischmarkt sehen. Ich wollte mir schön die Hafenrundfahrt und sowas machen. Hamburger Bräute, hä? Es ist schwierig. Es gibt ein paar geile Top-Städte, so München, Hamburg, Örebro, Malmö. Also rate mal, wer jetzt Kriegshäuptling ist. Oh nein, es gibt einen neuen Kriegshäuptling schon wieder bei WoW. Oh nein, bitte nicht. Ja, der letzte Spruch war doch, dass einer von den Trollen. Und irgendein Troll sollte Kriegshäuptling werden. Was ist bloß aus den armen Trall? Wenn das Trall hört, dann dreht er sich im Grabe um. Wenn das mein Papa hört. Trall ist ja mein Papa. Und meine Mama ist Sylvanas. Und Trall war immer unordentlich heiß auf Sylvanas. Mann, war der heiß. Hat er sie ja dann auch bekommen und dann bin ich gekommen. Ja, da war ich noch ein ganz kleines, eine ganz kleine Hypnotiker. Tja. Also ich rate mal, wer jetzt. Also, nicht gelesen. Mach einfach eine meiner Miste. Bene, mene, Miste, das rappelt in der Kiste. Na, 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 na. Hast du kein Röckchen an? Na, 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 na. Dann bist du ein Mann. Boop, beep, beep. Ich komme. So. Mann, ich bin aber auch heute wirklich entscheidungsunfähig, oder? Das bringt heute nichts, Leute. Wir kommen ja nicht voran. Ich bin nicht entscheidungsfähig. Ich habe keinen. Läuft nicht. Kann man vergessen. Ich muss ganz dringend aufs Töpfchen, da kann ich nicht klar denken. Da kann ich keine weltumspannenden Entscheidungen treffen, wenn ich aufs Töpfchen muss. Das heißt, wir müssen irgendwie hier weg. Wie kommen wir hier weg? Geh weg, ich will ja nicht mehr. Scheiße, wie kommen wir jetzt hier weg? Das ist aber scheiße. Ja, der Troll. Völling war Kriegshäuptling. Der ist jetzt tot. Na Gott sei Dank. Wie, wird jetzt Sylvanas Kriegshäuptling? Das wäre ja geil. Stell mal vor, Sylvanas wird Kriegshäuptling. Das wäre ja geil. Stell mal vor, Sylvanas, das wäre ja geil, wenn meine Mami Häuptling wird. Das wäre doch geil, oder? Wie heißt der Sylvanas als Kriegshäuptling? Das wäre mal was. Und dann muss ich ja theoretisch WoW spielen. Mann, was mache ich? München. War da mich am Arsch der Welt? Am Erschlein der Welt. Aber es gibt nichts anderes. Hannover ist schon schön, aber Hannover ist gesperrt. Scheiße, Mann. Gehen in München. In München ist die Macht. In München hängt die Macht. Da gibt es auch das Oktoberfest. Da kriegst du ordentlich Holz vor den Hütten. Da kannst du noch so richtig Frau sein, hä, in München. Da kannst du mal ruhig mal. Jetzt musst du dich entscheiden. Nein, das muss ich nicht. Ich kann auch einfach abbrechen. Das habe ich voll drauf, sowas. Wir nehmen München. Das heißt, ich bin die mit den Holz vor den Hütten. Und ich habe es nicht weit zu Venus. Venus ist auch dieses Jahr in Österreich oder so, glaube ich. Ja, Sylvanas. Das Kriegshäuptling. Echt jetzt? Du verarschst mich doch. Du verarschst mich doch. Echt jetzt? Quatsch, du verarscht mich doch. Sylvanas wird doch nicht Kriegshäuptling. Echt jetzt? Das wäre ja geil. Mann, ich muss WoW spielen. Sylvanas wird, wenn Sylvanas Kriegshäuptling wird. Echt jetzt? Meine Mami wird Kriegshäuptling? Das wäre ja voll geil. Das wäre ja voll geil. Da hat sie schon ewig drauf gewartet. Aber sie hat natürlich sich nicht den Platz Trall weggenommen damals, weil sie war ja mit Trall zusammen. Sie waren ja ein Liebespärchen heimlich. Ja, das wusste keiner so richtig. Bis ich dann gekommen bin und dann wusste es jeder. Ja, wenn Sylvanas sogar noch Kriegshäuptling, zu mir hast du es auch nicht weit. Wieso, Nymphan, wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich tendiere stark, außerdem habe ich es auch nicht weit nach Italien. Genau, zu Mama und Papa, Mama und Papa, ein bisschen Spaghetti essen, Mama Mia, stupido, hä? Da brauche ich einen kleinen Katzensprung zu machen, zu Mama gibt es schöne Spaghetti, der Onkel macht nämlich schöne Füße, Stäbchen. Und es ist ein wunderbarer Ambiente, hä? In München ist ein guter strategischer Punkt, dafür gibt es schöne Spaghetti, gibt es Füße, Stäbchen, es ist der Venus in Österreich, fahre ich nach der Schweiz, fahre ich nach Liechtenstein, da mache ich schöne Geschäfte, hä? Mama Mia, ist sehr gut. Nein, ich verarsche dich nicht, hab gerade das
Pre-Event for Legion gespielt. Oh Mann. Venus, du WoW-Zockerin, du. Aus der Umgebung von Mannheim, ca. 30 Kilometer. Naja, nicht weit, also Umgebung von Mannheim, nicht weit, also das ist ja doch noch ein Stücke, guck mal hier, das sind Stücke, das ist schon ein Stücke nach Mannheim. Außer du wohnst in Richtung München, Ninfan, ich weiß nicht, ob du in Richtung München wohnst, dann bist du ja schon näher an Stuttgart dran. Los, wir nehmen jetzt München. Und zwar wir sind bei den Reglern der Macht. Wir lernen mächtige Männer kennen, mächtige Frauen, machen mächtige dunkle Geschäfte im Hintergrund. Die oberen 10.000, wir sitzen dann bei den oberen 10.000. Da werden wir richtig hübsch und leben wie die Made im Speck. Und dann werden wir ganz dick und kriegen ganz große Brüste. Und dann kriegen wir eine Kuhglocke umgehangen. München, die Würfel sind gefallen. So lassen wir es knallen. So, ein Weiterweg von München aus ist es ein Weiterweg nach England hoch. Richtung Frankfurt. Tja, dann bist du aber noch ein bisschen weg von München. Dann bist du aber ein bisschen weg. Los, München. Da steht schließlich ein Hofbräuhaus. Und Freudenhäuser müssen dort raus. In München steht ein Hofbräuhaus, da Freudenhäuser müssen raus. Ich weiß es nicht. Mache ich mir morgen nochmal ein neues Profil. Wir nehmen jetzt erstmal München. Sollte ich die Nacht nochmal einen Albtraum bekommen, dann kann ich auch nochmal umändern. Aber wir müssen halt mal vorankommen jetzt. So. Vorrangig jetzt erstmal München. Lass mal looken. Willkommen in Euro Truck Simulator 2. Hey, cool, man. Wo ist denn das Hofbräuhäuschen? Ich kann jetzt Lederröckchen tragen. Nee. Jetzt sehe ich die Typen mit den Lederhosen. Voll cool, oder? Schenkelklopfen. Jetzt gibt's Schenkelklopfen. Weiter. Endlich hast du es geschafft. Mensch, das haben wir doch schon. Aber wir genießen es ein wenig. Dein Traumjob. LKW-Fahrer. Du hast noch keine Dings und du musst aber noch viel machen, steht da. Aber du wirst es schaffen. Du wirst eine große Dings mit viel Holz vor den Hütten, steht da. Habt ihr das gelesen? Da steht nicht. Du wirst doch eine mit viel, viel, viel Holz vor den Hütten. Das ist ein Ding, oder? Und eine große Kiste hinten dran. Und da musst du dir sogar noch nicht mal viel Mühe für geben in München. Das wirst du von ganz alleine. Steht da. Drücke E, um den Motor zu starten. Oh nein, haben wir mit Tortur gestartet? Sag mir jetzt nicht, wir haben mit den Tortur gestartet. Oh nein, back to the roots. Was muss ich machen? Ich selten jetzt? Ivico. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du willst mir doch jetzt nicht sagen, was ich machen soll. Ich sag dir, was wir für Tasten drücken. Wir drücken erstmal die Tasten, um die Kinderspiele abzuschalten. Das machen wir als erstes. So. Naja, wir können nicht fahren, oder? Oder doch? Nee, das heißt also, ich muss das alles einstellen. Oh Backe, das finde ich aber kacke. Oh Backe, das finde ich aber kacke. Das ist ja die gleiche Ausfahrt wie damals, wie in Berlin. Ja, das heißt also, hier machen wir es mal auf. Kann ich speichern? Ich kann gar nicht speichern, doch. Kann ich jetzt einfach rausgehen? Ja, ich kann einfach rausgehen. Ich gehe jetzt mal einfach raus. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert. So. Gut. So, ich schmeiß mal die YouTube-Leute raus. Jetzt habt ihr das gesehen. Jetzt sind wir haben irgendwie was gemacht. Mal sehen, wenn wir morgen mal weiter sind. Jetzt ist schon wieder alles viel zu spät, sonst komme ich wieder so spät im Bett und dann das ist nicht gut. Nicht gut. So, also für YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, der Schluss war jetzt ein bisschen langatmig, aber geil, oder? Aber geil, seid mal ehrlich, der war geil gewesen. Irgendwie so. So, erstmal für YouTube-Leute, danke nochmal, ja? So, ich schalte jetzt erstmal ab. Ich muss aufs Töpfchen mit.